Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Also, Sebastian Pitzek, freut mich sehr. Hallo. Guten Tag. Was soll ich sagen? Grüß Sie. Sehr gut. Wissen Sie, vielen Dank für die Einladung. Wissen Sie, was ich gerade mache? Ach, Quatsch. Ja. Wählen Sie, jetzt heben wir jetzt den Fluss. Nein, nein, nein. Dann bin ich Pappe Sachs. Ja, das wollte er gerade erzählen, was da passiert. Sehr gut, nee, alles gut, bestens. Wie war es denn in Leipzig? Voll. Also, und zwar, also unerwartet, ich glaube, die haben mit der Hälfte der Tickets irgendwie gerechnet. War auch nur die Hälfte der Aussteller da, aber das Publikum nach 3 Jahre Corona-Ausfall ist da reingestürmt. Das war natürlich, also wirklich gestürmt. War natürlich schön. Was ist denn das? Das funktioniert noch? Ja, das ist tatsächlich das funktioniert die, noch. Die 50er Jahre Originaltechnik. Wow. Wahnsinn. Selbst vorne haben wir noch so das Kartenhäuschen. Das ist noch toll. Also ich muss gestehen, ich war hier noch nicht. Nee, die meisten Berliner nicht. Das ist wirklich ein toller Saal. Ja, toll. Ne? Also hier, also ich, eine Spitzenakustik. Ja, was? Und wie viel passen hier rein? Gute Frage. Ich glaube, 500 sind es. 400-500, glaube ich. Digo, wir machen noch ein Polaroid. Was machen wir? Das Obligatorische. Das sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Polaroid. Das sieht aus wie ein ganz normales. Ach, da! Oder Tür. Oder was war das? Ja, von dem Ding, oder? Ja, hier, die ist besser hier. Also, ich kenne nur Menschen, die mindestens. Er strahlt jetzt. Du nicht, du redest wieder. Der hat eine Meinung. Wir machen noch einen. Danke vielmals. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. Danke sehr. Wissen Sie, ich stelle mich da mit hin, wenn Sie signieren, überflüssigerweise, aber es macht nichts. Manchmal sagen die Leute, schreiben Sie auch Ihren Namen hier rein, dann mache ich das natürlich auch. Ja. Das ist auch eine nette Geste. Das, aber das kenne ich auch. Also, wenn Leute auch zu mir kommen, ich habe noch nichts von Ihnen gelesen, ich habe hier einen Stephen King dabei, würden Sie ihn auch signieren? Mache ich. Lieber Sebastian Pitzek, Ihr Vater war Gymnasiallehrer und Schulleiter am Berliner Lilienthal-Gymnasium. Ja. Ihre Mutter Diplom-Volkswirtin und arbeitete wohl als Geschäftsführerin. Mich würde interessieren, benahm sich Ihr Vater zu Hause Ihnen gegenüber wie ein Lehrer oder doch eher wie ein Vater? Oh, das ist schon mal eine sehr gute Frage zum Einstieg, weil tatsächlich hatte ich gehörigen Respekt vor meinem Vater, war auch sehr glücklich, dass ich nicht auf seine Schule, auf das Lilienthal-Gymnasium in Berlin-Lichterfelde gehen musste, weil ich dachte, das ist ganz, ganz streng, hat ihn also als eine Autoritätsperson vor Augen und er war jemand, der auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat. Mittlerweile habe ich gelernt, dass das ja halt auch eine gute Ausrede ist, wenn man mehrere Kinder hat, dass man sagt, so, ich habe zu tun, ich muss im Arbeitszimmer, ich brauche Ruhe. Und dann greift man sich ein gutes Buch vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich immer gearbeitet hat. Glich Ihre Mutter das irgendwie aus? Ja, meine Mutter war auf jeden Fall... Ich will nicht sagen, mein Vater unkreativ war, ganz im Gegenteil. Aber meine Mutter, die wollte ja auch eigentlich Drehbuchautorin werden, war ein sehr auch lebensängstlicher Mensch, hat dann erstmal Volkswirtschaft studiert, weil er was Ordentliches machen wollte. Und von ihr habe ich bestimmt die Kreativität, die auch manchmal völlig verrückte Sichtweise auf die Dinge. Und sie hat dann immer probiert, beispielsweise sie ist auch als Lehrerin, Quereinsteiger, wie so viele in Berlin. Sie hat dann später noch ihr Referendariat gemacht. Und dann ist sie aber nicht auf eine normale Schule gegangen, sondern in den Knast und hat dort Straftäter, die sich gut benommen haben, die den Wirtschaft beigebracht. Also wie es richtig geht eigentlich. Und das war in Tegel und das finde ich, das war so ihre Kreativität im Normalen, sich einen verrückten Aspekt auszusuchen. Das stimmt. Also ich rede auch gerne mit Untersuchungshäftlingen zum Beispiel. Das ist ja immer bereichernd, auch so, wie die auf welche Idee gekommen sind und wie schlau die zum Teil sind. Ja, das ist also wirklich... Das stimmt.
Sie hatten einen 7 Jahre älteren Bruder. Kann ich davon ausgehen, dass der faktisch auch das Sorgerecht über Sie ausübte? Oder haben Sie gewusst, sich zu wehren? Ich habe mich schon gewehrt. Er hat eigentlich mehr unter mir gelitten. Also er im Gegensatz zu mir war also wirklich einer der... Er weiß, er musste nie lernen. Er hat trotzdem immer eins nach Hause geschleppt und ich musste für meine 2 oder auch für meine 3 wirklich hart lernen und arbeiten. Und er hat dann aber, weil er auch so ordentlich war und immer dran gelitten, ich habe seine Schokoladenverstecke alle entdeckt. Und ich glaube, er war sehr, sehr froh, dass er, dass wir so eine lange Pause dazwischen hatten, dass er nicht allzu viel Zeit. Ich glaube, heute verstehen wir uns viel, viel besser als damals. Im Unterschied zu uns beiden ist ja Ihr Bruder etwas Vernünftiges geworden. Ja. Nämlich Neuroradiologe. Das ist dann wirklich vernünftig, finde ich. Er ist Neuroradiologe geworden. Ich habe ihn ein bisschen nervös gemacht, weil ich gefragt habe, ob das nicht der erste Beruf ist, der durch KI ersetzt wird. Wenn, ich meine, weil jemand durch eine Röhre schieben und dann einen Computerausdruck scannen zu lassen und auszuwerten. Er hat es vehement abgestritten. aber ich meine, gut, da stapeln Sie natürlich schief, tief, denn Sie sind ja immerhin Volljurist, Rechtsanwalt. Ich habe es nur bis zum ersten Staatsexamen geschafft. Das weiß ich, dazu komme ich noch, zu Ihrem Bildungsweg. Ja, ich wollte nur sagen, weil im Gegensatz zu, also, zu mir, ja, zu mir hat er was Vernünftiges gelernt. Aber Sie haben einen guten Kontakt zu ihm jetzt, ja? Ich habe wirklich einen sehr guten, einen hervorragenden Kontakt zu ihm. Er war sehr lange in der Psychiatrie, keine Sorge, also er hat als Arzt dort gearbeitet und ich hatte dadurch, weil ich auf psychologische Thriller schreibe, guten Zugang. Denn er hat quasi nach den organischen Ursachen von psychologischen Krankheiten geforscht und war dann mit meiner Schwägerin gemeinsam mein erster Ansprechpartner, wenn es um medizinische Rechercheprobleme ging. Ah ja. Oder geht. Wissen Sie, das verstehe ich ganz gut. Das heißt, Sie können auch immer von dem Wissen anderer adaptieren, ne? Muss ich. Also ich bin ja, also ich schreibe ja jetzt anders als John Grisham beispielsweise, nicht über, habe ich ja keine berufliche Expertise, über die ich schreiben kann. Ich muss mich schon mit fremden Federn schmücken und da Experten bemühen. Aber das ist auch interessant, als ich das erste Mal in diese komische MRT-Röhre geschoben wurde, ne, haben die psychologisch gesagt, Sie müssen keine Angst haben. Ich habe da keine Angst, ich liege da einfach drin, ich denke mir, das wird schon irgendwas laufen. Da ich Ossi bin, lasse ich mich auch immer impfen, das ist mir auch wurscht. Ich verstehe aber auch Menschen, die Ängste entwickeln. Aber ich weiß noch, als Kind bekam ich so ein Stück Zucker mit einem Tropfen drin. Das war gegen Kinderlähmung. Na wunderbar, habe ich auch keine gekriegt. Ja, also, besser als die Pistole. Ne? Manchmal erkennt man ja noch an den einen Schüssen. Aber ich finde schon, diese Röhre, ich habe da auch keine Angst vor. Bloß dann wird einem gesagt, nicht bewegen. Ja. Und dann liegt man also gefühlt eine halbe Stunde und dann juckt es natürlich überall. Nein, das ist völlig klar. Ja, das kenne ich. Warum waren Sie bis zur 5. Klasse der Schule eher ein Außenseiter? Gerne. Das, ja, auch ob gerne oder nicht gerne, aber warum? Ach so, ich habe gern daran verstanden, weil ich gern. Lag das daran, dass Sie so viel gelesen haben? Oder? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich so richtig angefangen habe, viel zu lesen, bestimmt in der Zeit, aber in der ersten, zweiten Klasse ja noch nicht. Und ich glaube, das lag an Dingen, die auch heute dazu führen, dass man auf dem Schulhof nicht der Erste ist, den man beim Völkerball reinwählt in die Mannschaft. Weil erst einmal, weil ich sportlich nicht so fit war und zweitens, weil meine Eltern überhaupt kein Interesse daran hatten, mich mit den neuesten Markenklamotten auszustaffieren. Und nun musste ich zum Glück nicht Sachen meines 7 Jahre älteren Bruders auftragen. Ja, also, aber es sah fast so aus. Also und das hat dazu geführt, dass ich war nicht der Hipste. Und wurde aber, das muss ich auch sagen, ich habe jetzt keine Mobbing-Historie, glücklicherweise, hinter mir. Ich war halt einfach nur jemand, der nicht gerade beliebt war. Also ein bisschen am Rande stand. Aber dann kam in die Klasse ein Junge namens Ender, der 2 bis 3 Jahre älter war als Sie. Also der müsste schon einige Klassen wiederholt haben, denke ich mal. Ja, er bittet mich klarzustellen, dass er hat nur einmal sitzen geblieben. Ein anderer Mal gab es einen anderen Grund, ich weiß nicht wieso, aber ich soll sagen, er ist nur einmal sitzen geblieben. Gut. Und mit dem befreundeten Sie sich. Und der hat nach Ihren eigenen Worten, stiftete Sie zu herrlichen Dummheiten an.
Was trieben Sie so zusammen? Und welche Rolle spielten dabei die Horrorfilme? Ja, ich glaube mittlerweile wirklich, dass er eine Hauptursache dafür ist, warum ich mich mit Thrillern beschäftigt habe und heute auch welche schreibe. Also die Dummheiten waren die erste wirklich größere, die auch dazu geführt hat, dass mein Vater als Direktor zu dem Direktor meiner Schule musste, war, dass wir Zigarre rauchend hinter der Turnhalle in der 5. Klasse erwischt wurden vom Sportlehrer. Und Enna, ja, wir haben halt wirklich relativ viel Blödsinn gemacht, aber er hatte und hat das Herz am rechten Fleck und ich bin auch heute noch gut mit ihm befreundet. Besuche ihn wöchentlich in der JVA. Nee, er ist wirklich ein ganz toller, feiner Kerl. Und beispielsweise haben wir mit dem gefälschten Videothekenausweis von dem Vater, beziehungsweise dem Gestohlenen, haben wir uns in der Videothek, wo der hat auch ein Auge zugedrückt, der muss gesehen haben, dass wir auf gar keinen Fall 16 oder 18 waren, haben wir uns Filme ausgeliehen, wie damals war das Klasse von 1984, Klapperschlange beispielsweise, also mit Kurt Russell, falls Sie nicht gesehen haben, immer noch einer meiner Lieblingsfilme, Zombies im Kaufhaus. Und das hat mich natürlich geprägt, weil ich solche Filme viel zu früh gesehen habe. Ja. Ja. Was ich aber auch viel zu früh, und ich weiß, wenn ich noch viel mehr schockiert hat als all die Filme, die ich aufgezählt habe, war Aktenzeichen XY. Das war der absolute Horror, das habe ich auch zu früh gesehen und habe wirklich immer panische Angst gehabt, als 12-Jähriger fing es an, entführt zu werden. Und wahrscheinlich sind Entführungen deswegen auch so ein Hauptbestandteil meiner Bücher. Übrigens hat mir mein Vater erzählt, dass er einen Freund hatte und zu seiner Zeit, also in 20er Jahren, standen schon immer Posten vor der Mahnwache unter den Linden. Und sein Vater stand da immer Posten und musste so starr stehen. Und der Junge klaute dann aus dem Schreibtisch seines Vaters eine Zigarre und ging, wenn der da stramm stand, Zigarre rauchend an ihm vorbei. Und der stand so da, wurde immer wütender und konnte ja nichts machen. Und er wusste, dass es abends einen Arsch voll gab. Aber das war ihm egal. Das Vergnügen war so groß. Und das hat mir auch sehr eingeleuchtet. Ja. Das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. 1990 machten Sie Abitur. Eigentlich wollten Sie ja Schlagzeuger werden, studierten aber ein halbes Jahr Veterinärmedizin. Ja. Jetzt möchte ich gerne wissen, warum wurde zumindest beruflich aus dem Schlagzeuger nichts und warum wurden Sie nicht Tierarzt? Ja, also davor, ich wollte sogar noch Tennisspieler werden, das wurde auch nichts. gut, also ein Mangel an Talent auf der einen Seite, aber als Lehrerkind auch ein Mangel an Kontakten, weil also ich habe es dann irgendwann aufgegeben und gesagt, es gibt viel bessere Schlagzeuger, aber vielleicht kann ich hinter den Kulissen irgendwas machen. Ich wollte so gerne in der Musikindustrie arbeiten. Also damals gab es ja noch Vinylschallplatten oder CDs wenigstens. Und wenn ich schon nicht selber einen Schallplattenvertrag habe, dann anderen einen besorgen oder im Musikverlag arbeiten oder Konzertagentur. Ich hatte null Kontakte. Ich habe mich überall beworben, sei es zum Kaffee holen, egal was, und hat nichts gebracht, habe nichts bekommen, konnte nirgendwo reinschnuppern. Und ich habe das dann irgendwann so weit meine Bewerbungskreise gezogen. Es musste irgendwas mit Musik zu tun haben, dass ich mich auch beim Radio beworben habe. Und da habe ich ein Praktikum bekommen. Das stimmt. Aber jetzt noch mal, warum sind Sie nicht Tierarzt geworden? Ach so, ja, warum bin ich nicht Tierarzt geworden? Also ich habe ehrlich gesagt nicht ein ganzes halbes Jahr durchgehalten, nur 3 Monate. Und ich habe beim Sezieren des Hundes gemerkt, ich habe 2 linke Hände. Ich konnte da überhaupt nichts freilegen und präparieren. Und ich merkte, ich habe in den 3 Monaten Veterinärmedizinstudium an der FU in der Kosastraße wirklich mehr Menschen kennengelernt als in den ersten 3 Semestern Jurastudium. Also es war eine Gemeinschaft da an dem Seziertisch, das hat mir schon gefallen. Ich habe bloß gemerkt, ich habe das ja auch nur studiert deswegen, weil ich wusste nicht, was ich machen konnte. Ich weiß, was studieren und beim Musikverlag zu arbeiten, keine Ahnung. Und ich hatte irgendwann, man kriegt ja viel zu früh die Frage gestellt, was willst du denn eigentlich mal beruflich machen? Ja, so auch im Alter von 12 oder so. Und da habe ich gedacht, na, wir haben viele Tiere zu Hause, Tierarzt. Und das habe ich wie ein Mantra wiederholt. Immer wieder, immer wieder. Und irgendwann dachte ich, jetzt hast du so oft gesagt, und du hast sogar einen Medizinertest, da bist du so durchgefallen, hast trotzdem den Studienplatz bekommen. Das ist ein Wink des Schicksals, so dachte ich. War es nicht.
Neben mir wohnte Professor Kokalis, der war mal Gesundheitsminister in Griechenland, musste dann emigrieren, ja. Also gehörte zur Volksregierung, dann kam ja der Militärputsch und er hat als erster Mensch auf der Welt, obwohl das so ein ganz feiner, der hatte so lange, zarte Hände, zwei Hunden die Köpfe gewechselt. Oh. Da würden heute die Tierschützer, glaube ich, in Generalstreik treten. Der hat die gewechselt und beide Hunde lebten zwei Stunden. Das war eine Sensation. Ich weiß, das habe ich, da habe ich von gelesen. Damals. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, ehrlich gesagt. Also hat schon eine leicht brutale Note, ne? Ja. Aber dass man das alles wieder also, so verbinden kann, dass der mit dem anderen Kopf leben kann. Also war nicht mein Antrieb, aber. Ne? Also. Das wollte ich erforschen. Ja. Also. Nach Schlagzeuger und Tierarzt entschieden sie sich dann Jura zu studieren. Wer soll denn das nun verstehen? Wieso denn Jura? Genau. So was Langweiliges. Also. Genau. So. Und genau hier kommt nach wie vor mein Plan. Ich kann es gleich sagen, alles, was ich geplant habe im Leben, ist gnadenlos gegen die Wand gefahren. Alles, was ich naiv irgendwie mal so probiert habe, das hat funktioniert. Ich habe ja weiterhin meine Musik hinter den Kulissenkarriere nicht aus den Augen verloren. Ja? Und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass die alle nur mit Beziehungen, Vitamin B, da irgendwie in diese Posten gekommen sind. Die müssen da irgendwas gelernt haben in diesem, bei der Plattenlabel. Und habe mir ein Buch gekauft. Das Handbuch der Musikwirtschaft. Das Handbuch der Musikwirtschaft sind hinten Lebensläufe von denen, die bei der GEMA arbeiten. Oder, weiß ich, bei damals, weiß ich, Warner Music oder egal, was es da für Labels gab. Und das waren so zu 60-70% Juristen, die da gearbeitet haben. Und da habe ich gedacht, aha, studierst du Jura, da musst du zwar durch diesen staubtrockenen Paragraphendschungel durch, aber dann kannst du später Musikanwalt beispielsweise werden. Das war mein Plan. Später hat mir einer gesagt, na du, hättest dir auch das Handbuch der Fleischereiwirtschaft holen können, da wären wahrscheinlich auch 60% Juristen gewesen. Das ist einfach so ein Gesetz der Masse, damals zumindest gewesen. Und es hatte auch in den ersten Semestern natürlich überhaupt nichts mit Musik oder Medien oder Urheberrecht, gar nichts zu tun. Es war aber trotzdem toll. Es war ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das Studium geliebt. Ich werde dir mal die Gemeinheit der Juristerei erklären. Da steht drin, dass man Haftentschädigung, wenn man politisch in der DDR gesessen hat, bekommt, wenn man 6 Monate gesessen hat. Mhm. Und wenn jemand zu 6 Monaten verurteilt wurde, war es so üblich, dass am Sonntag und Sonnabend keine Entlassungen stattfanden. Aber am Montag war eigentlich die 6 Monate erst rum. Dann wurde er am Freitag entlassen. Ja. Aber die 6 Monate galten als verbüßt. Der kriegt aber keine Entschädigung bei 3 Tage fällen. Das ist auch Juristerei. Das ist auch Juristerei, auf jeden Fall. Also, Sie machten das erste Staatsexamen und promovierten mit einer Arbeit auf dem Gebiet des Urheberrechts zu unbekannten Nutzungsarten. Mhm. Welche sind das eigentlich? Naja, die unbekannte Nutzungsart ist beispielsweise, also wir machen einen Vertrag. Es gibt unglaublich viel Geld für so ein Podcast-Gespräch hier. Nein, keine Sorge. angenommen, ich will es nur plastisch. Ich habe schon viele Podcast-Gespräche. Nein, ich meine, ich will nur, also wir machen eine Gesangsaufnahme, wir beide. Und machen einen, ja. Will natürlich keiner haben, aber nein, so, also ist von mir nicht, wenn ich dabei bin. So, und jetzt räumen wir dafür die Nutzungsrechte ein und sagen, die Nutzungsart, es darf eben bei Spotify und weiß der Geier was, oder auf eine CD, macht man einfach auf eine CD gepresst werden. Und dann wird später aber Spotify erfunden. Ist Spotify jetzt eine unbekannte Nutzungsart? Mit anderen Worten, muss der Urheber, müssen wir, die wir so schön gesungen haben, nochmal daran beteiligt werden? Oder sagen wir, nee, Spotify hat eigentlich die CD ersetzt? Und ist eine ähnliche oder gleiche Nutzungsart. Wann ist eine Nutzungsart zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eigentlich so neu, dass man sagen kann, das ist unbekannt? Und der Urheber, der hier unterschreibt, der konnte nicht wissen, dass er damit gleich für alle Ewigkeit auch noch dafür die Rechte weggibt. Ah ja, Sie sind also Dr. Jur. Ja, das bin ich. Sie nennen sich ja kaum so. Nee, also ich habe... Nein, Sie haben völlig recht, von einem Doktor lesen die Leute keine Bücher. Das klingt viel ja, zu also schlau. Die würden denken, sie schreiben Arztromane. Da steht Dr. Fitzek, ja. Nee, das kann man machen, wenn man halt Arztromane schreibt oder sowas. Und das ist eben, ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste, dass ich nicht als Anwalt, wobei Strafverteidiger, das hätte mich schon gereizt, aber als ich wusste, nee, das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Ich war froh, das erste Staatsexamen zu haben. Ich wollte wenigstens einen Abschluss haben. Heute kann man sich, glaube ich, mit dem ersten Staatsexamen Diplomjurist nennen. Damals
Gar nichts. Es gibt einen Volljuristen, aber es gab keinen Halbjuristen oder so. Und, und auch um meine Eltern glücklich zu machen, ich gesagt, komm, ich mache einen Abschluss. Und ich sah so, Doktortitel ist halt so wie so ein Abschluss dieses Studiums. Es gibt es übrigens jetzt häufiger, dass die Leute nach dem ersten Staatsexamen erst einen Doktor schreiben und dann erst das zweite Staatsexamen machen. Oder eben auch nicht. Warum haben Sie das zweite Staatsexamen nicht gemacht? Weil dann es beruflich einfach so gut lief und auch Spaß gemacht hat. Ich bin ja, ich habe mich ja, wie ich gesagt habe, schon, ich hatte mich bei allen, was mit Musik zu tun hat, beworben. Und dann irgendwann während des Studiums meldete sich jemand auf eine lang zurückliegende Bewerbung und sagte, ja, wir bräuchten bei unserem Reisender einen Gag-Autor. Comedy-Autor wurden Sie, und zwar bei dem Radiosender 104,6 RTL. Und das war ein Zufall, einfach, dass Sie das versucht haben? Ja, also, man, also auch das hängt nach wie vor, also ist eigentlich relativ stringent, wenn ich so überlege. Weil ich habe ja neben meiner Theorie, dass ich hinter den Kulissen arbeiten will, auch noch weiterhin auch Musik gemacht und aufgenommen. Und wir haben Demo-Tapes von einer damaligen Band aufgenommen in den Radiostudios von 104.6 RTL damals. Und da... da hatte ich für diese Band habe ich Texte geschrieben und die sollen wohl ganz amüsant gewesen sein, diese Liedtexte, und die sind dann jemandem aufgefallen, und als dann, es gab so eine Soundalikes hießen, also Songs, die sich so ähnlich anhören wie, also neuer Text auf dem alten Song, bloß eben lustig. Und da gab es einen und der ist gegangen und für den brauchten sie einen Ersatz. Und ich meine, ich konnte das natürlich überhaupt nicht. Aber ich dachte, das ist meine Chance. Ich habe mich mit 10 Witzbüchern irgendwie hingesetzt und bin da mit Texten vorbereitet hingegangen. Und die waren einfach nur lächerlich und blöd. Aber der Programmdirektor hat gemerkt, okay, da will jemand. Und dann hat er mir erstmal einen Praktikumsplatz gegeben und dann habe ich mich da festgebissen. Und da habe ich wirklich zum allerersten Mal gemerkt, ich wollte nie zum Radio, nie, stand nie auf dem Plan. Aber da ging eine Welt für mich auf. Das hat mir unglaublich großen Spaß gemacht. Sagen Sie mal, Ihr Vater, Schulleiter, Gymnasiallehrer, der muss Ihnen doch im Rücken gesessen haben und gesagt haben, mach erstmal das zweite Staatsexamen, dann kannst du ja immer noch Comic machen bei RTL. Ja, aber... Man muss Folgendes wissen dazu. Ich habe 1991 mit dem Jurastudium begonnen. 1993, da hatte ich schon fast alle Scheine im Grundstudium. Jura habe ich diesen Praktikumsplatz, und der wurde zum Volontariatsplatz bekommen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe immer morgens, Radio findet morgens statt, mich morgens in den Reisender gefahren, habe an der Morgensendung mitgearbeitet, habe mich von 12 bis 14 Uhr hingelegt und bin dann in die Uni gefahren. Ich hatte so einen Schiss, dass kein normaler Mensch kann mit dem Arbeitspensum sein Staatsexamen schaffen, dass ich mich nicht wie die anderen quasi in die Cafeteria gesetzt habe, sondern eben dann wirklich eine Stunde oder zwei Stunden mich mit Jura beschäftigt habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das parallel machen konnte. Ich habe mir im Prinzip selber das schöne Jurastudium vollkommen versaut, weil ich meine Freizeit mit Radio aufgefüllt habe. Tatsächlich wirkten Sie ja dann in der Unterhaltung, aber auch als Chefredakteur bei Radiosendern, wie zum Beispiel dem Berliner Rundfunk. Ja. Unterhaltung ist das eine, aber Chefredakteur hat doch kaum etwas mit Unterhaltung zu tun. Wie kriegt man denn diese Mischung hin? Naja, muss man mal sagen, es war in den 90er Jahren, da konnte man in den privaten Medien relativ schnell Karriere machen. Also das, und natürlich wurden die von dem Informationssender zu Unterhaltungssendern umgebaut, die zu 80% Musik spielen und die Menschen eben auch unterhalten sollen. Also das lag dann schon nahe, als der Berliner Rundfunk privatisiert wurde, und der Sender, für den ich gearbeitet habe, der war halt damals Nummer 1 an, und ich hatte mein Staatsexamen, und genau da, nach meinem ersten Staatsexamen, habe ich das Angebot bekommen, Chefredakteur beim Berliner Rundfunk zu werden. Und da wusste ich eben, das geht jetzt nicht mehr nebenbei. Ja, ich nebenbei mein zweites Staatsexamen machen und Chefredakteur sein. Das ist wahr. Aber was haben Sie denn als Chefredakteur zu tun gehabt? Also mussten Sie entscheiden, was gesendet wird? Also der Chefredakteur hat auf jeden Fall gemeinsam mit dem Programmdirektor die inhaltliche Ausrichtung im Prinzip so ein bisschen, also der Programmdirektor war eigentlich mehr so der Herausgeber, und der Chefredakteur war dann schon der innerhalb dieser gemeinsam gefundenen Richtlinien dann das in die Kanäle presst. Und auch die Leute einsetzt. Sie auch sagten, die Leute einsetzen. Also von den Moderatoren herauszufinden, wer sind die besten Moderatoren. Das ist sehr viel mit Marktforschung gewesen im Übrigen. Etwas, was ich, als ich jung war, ich gebe es ganz offen zu, ich fand Marktforschung, ich dachte, boah,
Man gibt einen Studienauftrag, man weiß, was die Leute hören wollen. Es ist ja nach wie vor so, wenn sie einen Radiosender hören, ist uns egal, welchen sie hören. Öffentlich-rechtlicher Radiosender, privater Radiosender, völlig egal. Jeder Song wird gnadenlos durch die Marktforschung gejagt. Der Song wird am Anfang, der kriegt so vielleicht 100 Plays, dass man ihn schon mal gehört hat, weil was völlig unbekannt ist, kann man nicht testen. Aber dann, wenn der ein bisschen warm gespielt wurde, dann weiß man alles. Wurde er schon zu oft gespielt, wurde der zu lang gespielt, kommt der noch an, in welcher Zielgruppe ist. Und danach werden dann maximal 300 Songs ausgewählt und die nudeln durch. Und das fand ich am Anfang toll, hat mich irgendwie fasziniert. Später dann, als ich dann fing, in so eine berufliche Unzufriedenheit zu kommen, hat es mich eigentlich wirklich nur noch angeödet, auch weil ich gemerkt habe, so, es funktioniert gar nicht so, wie man das dachte. Ja. Also ich habe diesen jugendlichen Leichtsinn abgelegt und wollte dann auch nicht mehr etwas machen, nur für andere, was getestet ist. Und das war der Moment, wo ich dann überlegt habe, was kannst du machen, wo dein eigener Name draufsteht, ohne Marktforschung. Danke. Was mich interessiert, sind zwei Sachen. Es gibt doch immer die Gruppe, wie heißt es, der 14 bis ich nicht... 1449 ist die werberelevante Zielgruppe. Ja, probieren Sie zu erweitern. 49. Nee, das finde ich deshalb interessant, weil wenn man bei den alten Werbung machte, die kaufen ja was für ihre Enkel. Ja. Das wäre doch auch sinnvoll. 1449 ist... völlig abstrus eigentlich. Man, klar, ich bin ja schon raus. Ja, aber ich gebe natürlich auch zu, es war früher leichter, mich von Gewohnheiten abzubringen und heute kaufe ich halt die Hose, die ich immer gekauft habe und mache nicht so Experimente wie ein Zwölfjähriger. Sie haben nicht Enkel wie ich, dann muss ich ja auf deren Geschmack Rücksicht nehmen, ja, egal ob ich den nur teile oder nicht. Ja. Also dann müssten Sie den Enkel so anspitzen, dass er mich wiederum anspitzt, ihm das zu kaufen. So rum könnte das funktionieren. Ja, und ich glaube aber, es funktioniert irgendwie ganz, ganz anders. Dieses Clustern in irgendwelche Zielgruppen, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Kaum einer. Also ich habe das auch noch nie erlebt, bei Musik beispielsweise. Musik, die wird zwar später getestet, aber ich habe noch nie erlebt, dass sich Musiker ins Studio setzen und sagen, wir müssen jetzt einen Song schreiben für eine 45-jährige Hausfrau oder Hausmann oder so. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Sondern man macht etwas und dann guckt man. Also Harry Potter beispielsweise, um bei Büchern zu bleiben, ist das beste Beispiel dafür. Ich saß mal mit einem Verleger, einem schwedischen Verleger in einem Zug in England. War nicht nach Hogwarts, war nach Harrogates und ein Festival. Und der sagte ganz stolz zu mir, Herr Fitzek, ich bin der einzige Verleger, der Harry Potter zweimal abgelehnt hat. Ja, weil alle haben Harry Potter abgelehnt. Und wieso? Weil die haben so einen 600-Seiten-Ausdruck bekommen, haben raufgekommen und sagen, 600 Seiten, das liest kein Kind. Das ist zu viel. Und ungelesen haben die in der Regel das abgelehnt, weil sie sagten, das ist quasi durch die Marktforschung gefallen. Und später haben das erstens nicht nur Kinder gelesen, das war sozusagen der erste All-Ager, sondern auch vor allen Dingen Kinder haben es gelesen. Mit anderen Worten, dieses Sprichwort Nobody knows anything in the business stimmt. Der Kinderbuchverlag in Ravensburg, dem ist es ja angeboten worden und ein Lektor hat es gelesen und abgelehnt. Ja, okay, das kann auch passieren. Ein kleiner Verlag ist übernommen, der hat nun für 250 Jahre ausgesorgt. Ja, ist auch interessant. Die haben tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie fühlt man sich denn dann hinterher als Lektor? Ich meine, wenn du solche Fehlentscheidungen getroffen hast. Also, ich weiß nicht, wissen Sie, warum das bei Kindern so gut ankommt? Das Märchenhafte ist die Zauberwelt. Ja. Und trotzdem werden alle Konflikte gezeigt, die Kinder haben untereinander mit Lehrerinnen und Lehrern, sodass sie sich wiederfinden. Ja. Aber wissen Sie, das ist genau das Problem dieses Systems, in dem wir uns alle natürlich befinden. Und ich wüsste jetzt noch nicht, wie man es zum Positiven ändern kann. Aber der Lektor, der es abgelehnt hat, oder die Lektorin, passiert gar nichts. Viel schlimmer ist der Lektor, die Lektorin dran, die jetzt sagen würde, Fitzek, oh, toll. Okay, dann gehen wir Vorschuss von 1 Million. Da drucken wir jetzt 400.000 Bücher, die rammeln wir in die Auslagen und keiner kauft's. Ja, das ist... Das heißt, derjenige, der bleibt im kollektiven Gedächtnis, der hat uns Geld gekostet. Der andere hat nur kein Geld gebracht. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber auch nicht so angenehm. Ja. Aber ich muss Ihnen...
Ja, das stimmt. Aber ich deswegen haben die Leute scheu, Entscheidungen zu treffen. Ja, ja, klar. Tatsächlich, weil das ist ja auch der Grund, warum wir im Fernsehen uns wundern, warum immer wieder das Gleiche in Grün nochmal aufgerollt wird, weil man natürlich der Flop, der kostet dem Redakteur, der Redakteurin eventuell den Kopf. Aber wenn man sagt, naja, wir haben es schon 5-mal gemacht, das hat eigentlich bisher immer so diese Lebensversicherung, die man hat. Ja. Ja, und das hat auch gut getestet in der Marktforschung. Gut, dann. Übrigens, das wollte ich noch erzählen, Grand Prix. Ja. Das ist auch interessant. Ich meine, jetzt ist das ja, glaube ich, alles so politisch verschwurbelt und verkurbelt. Aber früher war mir immer klar, du kannst nur mit einem Lied hinkommen, das beim ersten Hören wirkt. Ja, klar. Das ist immer unterschätzt worden. Da haben die Leute hingeschickt, auch aus Deutschland, da kam immer Germany 0 Points. Ja. Immer, ich musste mich dann wirklich ein bisschen amüsieren, wenn ich das immer wiederholte. Und zum Beispiel die Lena, die gewonnen hat, hatte eben das erste Mal ein Lied, was einen Rhythmuswechsel hatte. Mhm. Und sowas ist immer gut. Also da ist etwas gedehnt und dann plötzlich wurde es schnell und dann wieder zurück und so. Ja. Und das hörst du beim ersten Mal und andere Lieder musst du eben mehrfach hören. Ich habe bei Daniel Barenboim, der hat Ball gespielt. Das ist moderne Klassik, also wie ich immer sage, Trompete verkehrt rum. Und ich habe das erste Mal gehört, boah. Ich konnte nichts mit anfangen, war so froh, als mal Schubert kam, also irgendwas, was man also zuhören konnte. Dann habe ich den das zweite Mal gehört und fand es fantastisch. Ja. Da habe ich gemerkt, was ein zweites Mal hören ausmachen kann. Aber man muss eben wissen, beim Grand Prix gibt es nur ein erstes Mal. Das stimmt, sehr kluge Beobachtung. Und, aber grundsätzlich, nee, meine ich wirklich, weil... Nee, weil ich habe so das stimmt nur für Bundestagsabgeordnete, weil die sowas sonst nicht beobachten können. Ja. Nee, weil ich ehrlich gesagt für jemanden, der sich für Musik interessiert, gar nicht so drüber nachgedacht habe. Ich gehe eigentlich immer nur als automatisch davon aus, von dem Wissen, dass die richtig guten Songs, die Songs, die wir immer und immer und immer wieder hören können, die keinen Burn haben, wie es im Radio Deutsch heißt, sind in der Regel nicht die, die uns beim allerersten Mal gefallen haben, sondern die nerven uns sogar ganz, ganz schnell. Wenn wir sagen, oh, ist ein toller Song und so, schon beim zweiten, dritten Mal hört man sich ganz schnell über. Das ist wahr. Sie wurden dann selbstständiger Berater und haben Formate für verschiedene Medien entwickelt und gingen dann wieder in die Programmdirektion von 104,6 RTL. Mhm. Brauchen Sie diesen Wechsel? Ich kann Nein, das hört sich ja, das ist ehrlich so gesagt der stringentere Part meines Lebens, den Sie ja gerade beschreiben, meines beruflichen Lebens ist. Denn ich habe dann irgendwann, das war noch dieser Punkt, wo ich dachte, ah super und das klappt und beide Radiostationen, für die ich festangestellt gearbeitet habe, sind erfolgreich und ich mache mich als Berater auch mit einem Kumpel selbstständig und wir touren durch die Lande und machen Programmberatung für andere Sender, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen auch, aber wir waren auch in Schweden und in Polen. Und da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn ich eins bin, dann kein Berater. Ich wusste, da gibt es ja im Radio gibt's ja immer nur einmal im halben Jahr Einschaltquoten und dann weiß man nicht, ist der Sender erfolgreich, obwohl du da warst oder trotzdem oder ist der Sender gerade deinetwegen erfolgreich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding und ich hatte viel Freizeit in der Bahn beispielsweise oder in Hotels. Ja. Da greife ich vorweg. Ich kann Ihren Hang zum Wechsel verstehen. Ich habe zugleich auch 4 Berufe, weil ich mich auch immer nicht richtig entscheiden kann. Heute Abend bin ich zum Beispiel Moderator. Ja, und das habe ich ja auch mal ausprobiert. aber ich glaube auch, dass man ausprobieren muss. Und ab wann arbeiten Sie hauptberuflich als Autor? Welcher Zeitpunkt war das? Also seit wann jetzt in der Jahreszahl? Ja. Auch das war schleichend. Also im Jahre 2000 hatte ich meine erste Idee, von der ich glaubte, die triggert mich selbst so sehr, dass ich da für so ein Jahr meiner Lebensfreizeit, ich muss es ja neben meinem Brotberuf alles schreiben, dass ich dafür ein Jahr, vielleicht auch noch länger opfere. Und bis 2006 hat es dann gedauert, mit allen Irrungen und Wirrungen, bis das Buch veröffentlicht wurde. Und da hat es dann nochmal, ich glaube, bis zum Jahre 2009 oder so gedauert, die ersten 3 Jahre, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, wo ich sagte, gut, du hast jetzt
Du hast jetzt ein Buch geschrieben und das wurde ein Erfolg und das zweite auch, aber ich habe mich noch lange nicht als Autor gefühlt und ich habe das Radio auch, weil ich ja wieder in Festanstellung zurückgegangen bin, weil ich als Berater so unglücklich war, habe ich ja so sehr immer noch geliebt. Vor allen Dingen habe ich diese Redaktionskonferenzen schätzen gewissen, wo ich mich mit Kram beschäftigen musste, die ich normalerweise mich überhaupt gar nicht interessiert, so Verkehrsreport oder sowas. Und dann, aber da habe ich gemerkt, und ich bin zum ersten Mal von Facebook schon viel früher gehört als viele andere, die es dann aus dem Radio, aus den Zeitungen vielleicht erfahren. Und da habe ich dann immer gemerkt, ach, das ist eigentlich toll, wenigstens einmal die Woche in der Redaktionskonferenz mitsitzen zu dürfen und sich inspirieren zu lassen. Jetzt muss ich Sie testen. Sie haben dem Namensforscher Jürgen Udolf ein Buch für eine TV-Show geschrieben, die Kerner machte. Mhm. Und Sie können jetzt Namen erklären. Jetzt möchte ich von Ihnen eine Erklärung haben für den Namen Beckenbauer. Ja, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Es gibt hier noch eine Reserve. Ja, ich das sagen. Ist gut. Ich komme von der Buchmesse, habe ein bisschen zu viel da schon ja. geschrien. Nein, also nochmal, Beckenbauer. Beckenbauer. Also, Professor Jürgen Udolf, der ist ja Onomast, das ist nichts Unanständiges, sondern das ist tatsächlich die Berufsbezeichnung für Menschen, die sich mit der Namenforschung beschäftigen. Und die meisten oder viele Namen kommen von Berufsbezeichnungen und Beckenbauer ist ein Bäcker, der gleichzeitig ein Bauer gewesen ist. Und das hat sich dann so zusammengedichtet zu das Beckenbauer. Dachte ich mir, Stoiber, es soll ja ein bisschen schwieriger werden. Stoiber. Das müsste ich jetzt tatsächlich raten. Ich weiß, dass ich darüber geschrieben habe, aber ich glaube, es ist auch eine Berufsbezeichnung. Hat das was mit Stäuben zu tun? Mit kann dem, sein. Mit dem, aber, also, beispielsweise, ich bin ja kein doch, Namensforscher. Ich würde es jetzt in die Richtung, aber ich bin ja auch kein Namenforscher. Ich habe das hier nur wiedergegeben. Streusand beispielsweise, Streisand. Früher wurden zum Löschen, auch die Sekretäre haben dann mit dem Sand gestreut, damit die Tinte trocken wurde. Es war also entweder der Sekretär oder jemand, der als Diener jemandem angestellt war, um das zu erledigen. Ich glaube, aus der Ecke könnte das mit dem Stäuben kommen. Jetzt, aber da will ich mich nicht festlegen. Jetzt wird es wieder leichter. Schwabedissen. Bitte was? Schwabedissen. Schwabedissen. Gibt es das wirklich? Na klar. Das ist jetzt nicht irgend Leute, die sich über zugezogenen Prenzlauer Berg aufregen, ja? Nein, 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 nein. Schwabendissen. Ja. Aber Schwabe hat was damit zu tun. Okay, und ich weiß es nicht, ich kenne das nicht. Schäuble, der kommt nun aus Baden-Württemberg. Der Schäuble. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bräuchte dazu, der Professor Jürgen Udolf guckt sich die Namenverteilung an. Und dann muss ich Jürgen Udolf einladen. Ja, sonst ist hätte ich Sie noch. Ich habe ja nur das. Ich hätte Sie noch nach Antoni, nach Fitzek und Gysi gefragt. Fitzek kann ich sagen, Gysi kann ich nicht sagen. Fitzek kann ich sagen. Das ist, Fitzek ist wie im polnischen EK, ist auch eine Verniedlichung, könnte auch Fitzke sein. Und Fitz kommt von Vincent, dem heiligen Vincent. Und der in der Verniedlichungsform, den Vornamen. Gysi, kann ich Ihnen erzählen, kommt von einem Dorf aus der Schweiz, Läufelfingen. Da war ich auf dem Friedhof, da gibt es nur Leute, die Gysin heißen, G-Y-S-I-N, die gestorben sind. Ja. Und dann haben die geforscht und haben festgestellt, welcher Gysin ausgewandert ist nach Berlin. Ah. Und dann ist irgendwann das N weggefallen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Dadurch, also ich fand das hochinteressant und damals, und ich hatte ihn in einer Radio-Talkshow eben erlebt und ihm einfach nur bei einem Bier gesagt, Sie müssten aber über ein Buch schreiben. Und er sagte, nee, machen Sie das doch. Und so sind wir zusammengekommen. Sie wurden mit dem Krimi-Debüt Die Therapie zum Bestseller-Autor 2006. Mhm. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Krimis zu schreiben? Und hatte das in diesem Roman damit zu tun, dass Sie mal lange warten mussten in einem Arztwarteraum auf Ihre Freundin, die beim Arzt war? Ja. Und welche Idee ist denn da bei Ihnen entstanden? Ja, also warum ich jetzt unbedingt Krimis oder Thriller schreibe, das müsste man wirklich, das meine ich ernst, beim Psychiater fragen, warum? Weil diese Grundideen, die könnten ja auch zum anderen Genre taugen. Und ich habe ja, wie gesagt, probiert, irgendwann mal als Comedy-Autor anzufangen, aber später eben, ich habe ja auch nicht nur als Thriller gelesen. Ich wurde beispielsweise Psychothriller, das Genre war mir jetzt gar nicht so bekannt. Erst als alle Verlage, die ich anschrieb, das immer ablehnt mit den Worten, für einen Psychothriller, der in Deutschland spielt, sehen wir keinen Markt, wusste ich, ach, das ist Kategorie Psychothriller-Film. Ich wollte was Spannendes schreiben. Ich habe gerne spannende Bücher gelesen. Ich glaube, jeder probiert sich in dem Genre, was er gerne mag,
einmal aus. Aber ich habe immer darüber nachgedacht, wenn ich ein gutes Buch zusammen zugeklappt habe oder einen guten Film beendet habe, dass ich mir dachte, Mensch, vielleicht fällt dir auch mal eine Geschichte ein, die man erzählen kann. Schreiben fand ich schon fast zu anstrengend, aber vielleicht erzählen. Aber ich hatte noch nicht so diese Situation, ich habe es immer diese Was-wäre-wenn-Frage genannt, wo man sich selber überprüfen kann, was wäre, wenn ich in so einer Situation bin. Und dann saß ich, Sie sprachen es an, beim Arzt, Orthopäde, kennen wir ja, ist egal, ob man einen Termin hat oder nicht, ungefähr so viele, wie hier sitzen, sind im Wartezimmer und ich saß und meine Freundin, die eigentlich nur damals einen Verbandswechsel haben sollte, die kam aus dem Behandlungszimmer nicht mehr raus. Und ich dachte mir, was wäre, wenn jetzt alle so nach einer Dreiviertelstunde zu mir sagen, wie sie warten auf jemanden, sie sitzen noch alleine hier. Und wenn ich dann zum Empfang gehe und sagen will, sagen Sie, wann kommt Ihnen die meine Freundin wieder raus? Und die guckt, sagt, nee, also gar keinen Termin. Die haben auch gar nicht aufgerufen. Und wenn die Flügeltüren von dem Behandlungszimmer aufgehen und jemand ganz anderes käme heraus. Also meine erste Was-wäre-wenn-Frage war, was wäre, wenn meine damalige Freundin nie wieder aus dem Behandlungszimmer rauskommt? Es war kein Wunschdenken. Ja, so, Es war die Thriller-Idee und in meinem Debüt, die Therapie, verschwindet ein kleines Mädchen spurlos aus dem Behandlungszimmer eines Arztes und man mit dem Vater weiß mal, das wäre dort gar nicht reingegangen. Und das dachte ich, also das hat mich dann tatsächlich zum allerersten Mal gefesselt, da war im Jahr 2000, ich war knapp 30 Jahre alt und hab's dann ausprobiert. Nach diesem Buch der Therapie veröffentlichten Sie 2 Bücher pro Jahr. Das ist sehr viel. Stimmt es, dass Sie Abgabezeiten beim Verlag brauchen, weil Sie sonst immer noch am ersten Buch säßen? Definitiv. Sie kennen doch auch den Freischuss im Jurastudium, wo man, wenn man nach dem 7. Semester sich zum Staatsexamen anmeldet und dann nach durchfällt, es nicht zählt, man kann nochmal schreiben. Und wenn man mit der Note nicht zufrieden ist, kann man auch nochmal schreiben. Das hat man gemacht, weil man durfte sich bis zu der Einführung des sogenannten Freischusses, durfte man selbst wählen, wann man ins Examen gehen will. Und das hat zu 18, 19, 20 Semestern geführt, weil natürlich kaum einer sagt, ich bin so toll, ich kann jetzt sofort geprüft werden. Nein, in meiner Partei gibt es Mitglieder aus Hamburg, die studieren jetzt, glaube ich, im 29. Jahr. Weil man kann sich halt selbst anmelden. Und ich glaube auch nicht, dass man irgendwann ausgeschlossen wird. Also, und um diese psychologische Hürde zu nehmen, hat man gesagt, komm, du kriegst eine Deadline. Und das ist nicht nur so, dass die Durchschnittsstudienzahl, also Anzahl der Jahre, die man studiert, drastisch gesunken ist seitdem, sondern der Notendurchschnitt im Examen hat sich gravierend verbessert. Weil irgendwann verschlimmbessert man ja. Ich brauche also, sagen wir mal, ambitionierte Deadlines, aber natürlich keine unerreichbaren, die mich depressiv machen, weil ich ständig nicht einhalten kann. 2 Bücher pro Jahr ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. So 9 Monate, glaube ich, brauche ich schon für ein Buch. Also. Sie haben auch psychische Thriller geschrieben, zum Beispiel Amokspiel 2007 und wurden von der Welt 2013 als deutsches Pendant zu Stephen King bezeichnet. Darauf können Sie stolz sein, finde ich. Gut, das ist sowieso toll, wenn die Autoren und Autorinnen, mit denen man groß geworden ist und deretwegen man sich auch überlegt hat, vielleicht auch mal eine Geschichte zu schreiben, dass man in einem Satz mit dem genannt wird. Ja. Also das ist ja einer meiner großen Helden gewesen. Warum kann der Literaturkritiker Schenk Sie nicht leiden? Ich glaube nicht, dass er mich nicht leiden kann. Ich glaube, er kann meine Werke nicht leiden. Und das ist natürlich sein gutes Recht. Und B, ist es aber etwas, was völlig unabhängig von seiner Person einen Autor, eine Autorin nie interessieren darf. Also ja, ich darf mich damit nicht auseinandersetzen. Das habe ich am Anfang schon angesprochen. Ich hab den Beruf des Autors deswegen begonnen, weil ich halt irgendwann müde war, zu sagen, was wollen die anderen und ich gebe es ihnen. Und es hat auch nicht funktioniert, das muss ich auch dazu sagen. Ja? Sondern ich wollte dieses abgegriffene Wort mittlerweile, der Selbstverwirklichung, aber ich wollte schon irgendwas haben, von dem, wo ich sage, das ist ein Buch, was ich selber gerne lese. Und dann ist es eben so, dass man ich probiere meinen Kindern beizubringen, dass sie sollen ihr Ding durchziehen, auch unabhängig von der Meinung der anderen. Natürlich gibt es wichtige Meinungen, und dann gibt es unwichtige Meinungen. Und zwar unwichtig meine ich für einen persönlich, nicht für andere.
Und da habe ich sehr, sehr, sehr lange überlegt, wirklich, es hat mich jahrelang beschäftigt, auf welche Kritik achte ich und auf welche nicht. Da gibt es ja einige, die sagen, ich achte nur auf positive Kritik, das ist natürlich Quatsch. Dann gibt es andere, die sagen, ich achte auf konstruktive Kritik, das ist aber bla bla bla, was ist denn konstruktive Kritik, was soll das sein? Was ich mittlerweile herausgefunden habe, ist, ich achte auf die Kritik von Mentoren, Mentorinnen, und ich achte aber nicht auf die Kritik von Kritikern oder Kritikerinnen, die mich gar nicht meinen, weil der Scheck will ja nicht, dass ich besser werde. Der schreibt ja nicht eine Kritik mit dem Anspruch darauf, hey, ich soll besser werden. Aber das machen natürlich, haben früher meine Eltern gemacht. Lehrer machen es, Trainer machen es, meine Lektorin machen es. Mein Literaturagent Roman Hocke war der Lektor von Michael Ende. Ich gehe durch ein Stahlgewitter der Kritik, bevor ich ein Buch veröffentliche. Und da muss ich natürlich genau hinhören. Und die sind auch Leute, die legen den Finger in die Wunde. Und wenn jemand, der einen mag, den Finger in die Wunde legt, dann schmerzt das ja noch mehr. Aber die wollen nicht ihre Einschaltquote erhöhen oder ihre Auflage erhöhen, ihr Clickrate nach oben treiben. Die wollen, dass es mir besser geht. Ihnen natürlich auch ein bisschen. So, und da achte ich drauf. Und bei anderen muss man einen eingebauten Spamfilter im Kopf haben. Aber für den Schenk muss das doch auch hart sein. Danke sehr. Wenn er ihre Bücher immer kritisiert und die werden so viel gekauft. Das heißt, er muss ja dann auch an sich zweifeln. Er sagt, die Leute hören ja gar nicht auf mich. Oder das ist ihm wieder egal, Hauptsache die Sendung lief. Ich glaube es auch. Also ich glaube, das muss man einfach auch sportlich sehen. Er will unterhalten, ich will unterhalten und gut ist. Aber ich setze mich damit auch wirklich... Also ich glaube, es ist einfach nur Beweis, dass die meisten Leute sich damit auseinandersetzen. Auch ich bin ja irgendwann mal Stephen King beispielsweise. Ja, der wurde ja mehrfach, stand in der New York Times als der schlechteste Autor Amerikas. Ich will mich um Gottes Willen nicht mit dem, ich halte mich mit dem Genie vergleichen. Das wollte ich nur sagen. Ich muss mal sagen, der hat natürlich wahnsinnig gelitten. Ja, und jetzt haben die Kritiker ihn entdeckt. Es gibt sogar einige Stimmen, die ihn für den Literaturnobelpreis vorschlagen. Und viele sagen, das ist ja für so ein Ritterschlag. Und ich sage einfach nur, naja, gut, Kritiker haben jetzt das gemerkt, was die Leserinnen und Leser von Stephen King schon seit Jahrzehnten wussten. Ich will ihm bloß erzählen, dass ich das kenne. Also sagen wir mal 90, 91, 92, 93 hätten die Banker viel Geld dafür bezahlt, dass ich niemals in ihre Nähe komme. Heute laden sie mich zu bezahlten Vorträgen ein. Das gibt auch so ein Stück Genugtuung, ja? So. Ja, ja, Zeiten ändern. Stimmt es, dass Ihre Vorbilder John Grisham und Michael Crichton sind? Also Michael Crichton definitiv leider schon viel zu früh verstorben. Jemand, der absolut vielseitig ist und von seinem Kernmetier des medizinischen Romanes Bücher geschrieben haben, die viele vielleicht nur als Jurassic Park-Verfilmungen kennen, die aber tatsächlich mit dem gar nicht so schönen Titel Dino Park viel mehr Tiefgang haben, wissenschaftlich genau, da werden Flugzeuge auseinandergenommen und in Airframe oder auch sich mit Tabuthemen schon den genähert hat, aber historische Romane geschrieben hat, Piratenromane für Emergency Room die Plotline geliefert hat. Also das ist eine solche Vielseitigkeit. Das Einzige mit dem Klimabuch, glaube ich, hat da ein bisschen daneben gelegen. Und Grisham? Grisham beispielsweise ist ein Autor, den ich, aber das ist ja immer so, man hat immer so eine Welle, sagen ja auch mir viele, ich habe dich mal früher gelesen, dann habe ich eine Pause gemacht, dann lese ich die jetzt vielleicht wieder, wenn es gut läuft, dann lese ich mich nie wieder. Aber bei ihm war es auch so, am Anfang hat man gemerkt, wie sehr ihn sein Beruf angekotzt hat. Wie er dieses als kleines Rädchen in der Großkanzlei, was die Flieger an der Wand verklagen muss. Und da sind diese tollen David gegen Goliath-Geschichten entstanden, von der Runaway Jury, aber vor allen Dingen die Firma dann später. Ja. Und dann hat er so ein bisschen more of the same gemacht, weil er natürlich auch nicht mehr, das ist der Punkt, wo man, ich sage jedem Autor, jeder Autorin, solange es geht, egal ob du es finanziell nötig hast oder nicht, aber bleib in deinem Beruf, weil in erster Linie, auch das hat wiederum der viel zitierte Stephen King gesagt, in erster Linie ist man als Autor nicht Autor, sondern man ist Familienvater, politisch engagierter Mensch, Gemeindemitglied, man ist erst einmal, man hat ein Leben und aus dem muss man schöpfen. Und irgendwann, unweigerlich, schöpft man aber nur noch von dem, was sich auf seinem Schreibtisch türmt.
Das, finde ich, hat man bei ihm eine Weile gemerkt. Dann ist er wieder als Anwalt tätig gewesen und hat auch ein Sachbuch, ein tolles, geschrieben. Und da hat er wieder so Feuer bekommen, da habe ich auch wieder angefangen, ihn zu lesen. Meine Lieblingsstelle bei ihm ist folgende: Da gibt es eine Anwaltsfirma, ja, die ist schon seit Jahren erfolgreich und so weiter. Und einer, der gerade abgeschlossen hat und der nur einen Freund hat. Und dann geht es um einen Prozess. Und nun hat er erfahren, dass diese Firma, weil er der Gegenanwalt ist, ihn telefonisch abhört. Ah. Was logischerweise verboten ist. Aber was machen die trotzdem? Und noch schlimmer ist der Versuch, die möglichen Kandidaten für das Geschworenenamt zu versuchen zu beeinflussen. Ja. Damit die dann eben Geschworene werden oder nicht und so weiter. Und da macht er folgenden Trick, dass sein Freund ihn immer anruft. Und zwar ermitteln sie, welche Geschworenen restlos ungeeignet werden, weil die sowieso der Gegenseite immer recht geben würden. Ja. Und dann ruft er immer an und sagt, also den habe ich gewonnen, den habe ich bezahlt, den habe ich gewonnen, den habe ich überzeugt. Und die Gegenseite hört ja immer die Gespräche ab und lehnt deshalb alle Jurymitglieder ab, die sie so dringend gebraucht hätten. Ja, das ist natürlich gut. Die Idee fand ich nicht schlecht. Also so ein bisschen um die Ecke herum. Ne? Das ist eine typisch juristische Idee, finde ich. Also, und deswegen hat mir dieses Jurastudium so wahnsinnig geholfen. Auch gerade bei Thrillern kommt es und Krimis häufig darauf an, dass man alles mal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Und ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, so ein Schlüsselmoment war, wo am Strafrechtsseminar, es war ein Zivilrechtsseminar, da ging es um eine Fehlentscheidung eines Chefarztes, der eine Frau, eine schwangere Frau, falsch behandelt hat im Krankenhaus, und das Kind kam missgebildet zur Welt, weil die Missbildung, die schon im Mutterleib stattgefunden hat, nicht entdeckt wurde durch den Fehler des Chefarztes. Und dann hatte ich einen sehr bildhaft sprechenden Seminarleiter, der sagte: Stellen Sie sich Folgendes vor, das Kind kommt schwerst behindert, wird es auch noch ins Gerichtssaal gerollt, und die Eltern fordern nun Schadensersatz vom Krankenhaus und von dem Chefarzt, weil er seine Untersuchung nicht richtig gemacht hat. Und der Anwalt vom Arzt sagt: Ja, wo ist denn hier der Schaden? Ich sehe keinen Schaden. Und das war für mich erstmal natürlich als normal denkender, noch nicht juristisch denkender Mensch, war das für mich völlig absolut nett. Das ist ein schwerst missbildetes Kind und es hat einen ganz erhöhten Mehraufwand, Behandlungsaufwand. Der Anwalt sagte dann: Naja, aber was wäre denn passiert, wenn der Arzt lege artis gehandelt hätte, dann hätte die Mutter das Kind abgetrieben. Und dann hat er gesagt: Und Sie wollen uns jetzt doch nicht sagen, dass ein totes Kind besser und mehr wert ist als das hier lebendige Kind. Das wäre doch Euthanasie. Und das ist natürlich eine solche Drehung, wo ich dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie völlig ungerecht, aber irgendwie hat es eine frappierende Logik. Es hat auch eine frappierende Logik. So. Ja, wissen Sie, was das Entscheidende ist im Medizinrecht? Eine falsche Diagnose, die darf dir im Kern nicht vorgeworfen werden, weil das ist übrigens das eigentliche Können. Eine falsche Therapie aufgrund einer Diagnose, die kann dir immer vorgeworfen werden, das steht in Büchern drin, und wenn du das falsch machst, das wird vorgeworfen. Aber deshalb ist das eigentliche Können in der Medizin die Diagnose. Das stimmt. Du brauchst immer einen Chefarzt, der besser diagnostizieren kann. Er muss nicht Fäden ziehen können. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Und wenn er eine Chefarztbehandlung hat, zieht er bei dir auch die Fäden. Und dann waren 2/3 der Fäden bei mir noch drin. Und dann habe ich zu der Krankenschwester gesagt: Können Sie mir nicht die Fäden ziehen? Sie machen das. Ich sage: Nee, sagte, darf ich nicht. Nur der Chefarzt. Sag ich erzähle es ihm ja auch nicht. Na gut, sagte, was war alles aus. Aber die Diagnose stimmte. Das stimmt. Das sagt auch mein Vater, war ja, wie gesagt, Beamter. Und diese Beamtenzusatzversicherung gibt es ja auch, glaube ich, so Privatpatientenstatus. Und der hat immer ewig auf den Chefarzt gewartet und im Nebenzimmer. Da ging's besser. Das ist auch gar nicht nötig. Das Einzige bei mir ist, ich möchte immer gerne, das ist mein Grund, ein Einbeizimmer haben. Weil wenn ich mit 3 anderen zusammenliege, muss ich die ganze Zeit über Politik reden und dann werde ich nie gesund. Das ist mein Problem. Ja. Herr Fitzek, die Menschen haben sich eine Pause von mir verdient. Nicht von Ihnen, aber von mir. Und deshalb machen wir jetzt die Pause und er kommt auch gleich signieren. Danke. Danke vielmals. Ja, schön.
Also ich wollte mich entschuldigen, es hat ein bisschen lange gedauert, aber wir mussten sehr viel unterschreiben. Wir hatten aber beide auch sehr viel Glück, weil wir kurze Namen haben. Denn wir hätten eine Sehenscheidentzündung, wenn wir zum Beispiel Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hießen. Ja, dann wären wir am Ende unserer Kräfte. Das ist schwer. 2008 erschien ihr erster Titel in Großbritannien und wohl auch in den USA. Inzwischen sind sie in 24 Sprachen übersetzt worden. Das interessiert mich. Wie funktioniert die erste Übersetzung und wie purzeln dann die anderen hinterher? Ja, es gibt natürlich einige Schlüsselländer, auf die man dann achtet. Aber Deutschland ist ja schon der zweitgrößte Buchmarkt. Da wird schon sehr drauf geachtet, auch wenn sich deutschsprachige Literatur im Ausland hin und wieder doch etwas schwer tut. Vor allen Dingen in den angloamerikanischen Regionen. Kurioserweise, die Niederländer sind eigentlich immer die Ersten, die bei Krimis vor allen Dingen auf den Zug drauf aufspringen. Und wenn es dann da läuft, dann gucken auch noch andere. Das ist aber eine typische Agenturarbeit, wo Literaturagenten dann probieren, das Werk auch noch in anderen Ländern zu veröffentlichen. 2017 hatten Sie bereits eine Gesamtauflage von 9 Millionen verkauft. Mhm. Wirklich fantastisch. Sie waren der erste deutsche Autor, der einen europäischen Preis für Kriminalliteratur 2016 erhielt. Finden Sie es auch wunderschön, Erster oder auch Letzter zu sein? Ist doch immer doof, wenn man so in der Mitte ist, ne? Das stimmt. Ich glaube, es gibt für einen Künstler auch eigentlich nichts, was schlimmer ist, als wenn man so, ja, so belanglos ist und wenn man nicht keine Emotionen hervorruft. Das ist ja dann so im Internet immer so 3 Sterne wären das dann so in der Mitte irgendwo. Weder Fisch noch Fleisch. Also dann lieber Triumph oder Titanic, dass man dann wirklich vielleicht auch gerne polarisiert, auch wenn man selber beispielsweise, ich bin jetzt ein Mensch, der nicht unbedingt Streit- oder kritiksüchtig ist. Und natürlich hätte man am liebsten alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man überhaupt etwas schafft, dann sollte das irgendeine Emotion hervorrufen. Wieso sind Ihre Bücher zum Teil auch grausam, handeln von Psychopathen oder Idyllen kippen in Albträume? Mhm. Es gibt regelmäßig brisante Wendungen und Clues. Jetzt versuche ich es mal mit der Psychologie. Versuchen Sie auch, so eigene Ängste loszuwerden? Ja, loszuwerden, das war am Anfang der Versuch. Tatsächlich habe ich etwas herausgefunden, was man in der, was auch Psychotherapeuten empfehlen, wenn man zu viel grübelt über ein Problem, schreib es auf. Bring es in eine Struktur. Das ist ja, man kann nachts nicht schlafen, man hat ein Problem, es kreist und immer wieder fängt man an. Und dann setzt man sich eventuell an den Schreibtisch und fängt an, den Brief an den Chef zu schreiben oder an den Partner, an die Partnerin. Man sollte ja eigentlich so um 3 Uhr morgens nicht abschicken, so viel kann ich schon mal sagen, aber man... Aber man hat es auf einmal, man wird im Übrigen erstmal müde. Das ist schon mal toll. Man findet eventuell dadurch in den Schlaf. Vor allen Dingen aber hat man den Gedanken eine Struktur gegeben und das Gedankenkarussell ausgebremst. Als Familienvater habe ich mannigfaltige Ängste, denen ich eine Struktur geben kann. Ich kann mich auch Fragen nähern. Also ganz virulent aktuell ist natürlich die Möglichkeiten, die uns beispielsweise GPS-Überwachung geben, soll ich meine Kinder tracken oder nicht? Ja, das ist ja eine Frage. Erstmal sagen alle, nee, Privatsphäre, man darf nicht eingreifen und so. Aber natürlich als Thriller-Autor denke ich mir alles Mögliche aus, was passieren könnte. Ja, und denke, wäre schon ganz gut, wenn ich auf meinem Handy sie orten könnte vielleicht. Und das sind so Fragen, denen ich mich dann in einem Thriller eben auch nähere. Aber die Ängste sind danach nicht weg. Wenn Sie beginnen, ein Buch zu schreiben, ist die Geschichte dann schon voll in Ihrem Kopf oder entwickelt sich die Geschichte beim Schreiben? Also die Geschichte ist immer in meinem Kopf so weit fertig, dass ich glaube, ja, jetzt lohnt es sich, sie niederzuschreiben. Aber mittlerweile weiß ich, das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass nach spätestens 80, vielleicht sogar schon nach 60 Seiten, die Figuren ihr Eigenleben entwickeln und nicht mehr das machen, was ich denke. Ja,
Und das ist ein schöner Moment. Das ist interessant. Mir geht das in der Fraktion so, aber Ihnen schon bei den eigenen Büchern. Ja. Ja, und das klingt so ein bisschen esoterisch, ne? Also ich habe gelacht, als mir, wie gesagt, mein Literaturagent, der war ja Agent von Michael Ende, und der hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass Michael Ende irgendwann, das Erfolg so ein bisschen überdrüssig, nach Genzano di Roma ausgewandert ist und da in einer Villa residierte. Und der Verlag, damals kam er noch vom Verlag dahin und hat gefragt, was kommen Sie als Nächstes? Er meinte, es wird eine ganz kurze Geschichte, eine kleine Geschichte. Und nach 3 Monaten meldet er sich nicht, dann kam der Verlag wieder und fragt, wann kriegen wir denn die kleine Geschichte? Und dann sagt, ja, die wird länger dauern. Und aus dieser kleinen, kurzen Geschichte wurde im wahrsten Sinne des Wortes eine unendliche Geschichte. Es wurde immer wieder gefragt und irgendwann sagt er ja zum Verlag, diese Geschichte kriegt ihr nie. Wieso? Sagen ja, warum denn nicht? Ja, naja, Bastian, der ist irgendwo in so einem Silberwald verschollen oder der kommt da nicht mehr raus. Und dann sagt der Verlag, naja, aber dann holen Sie ihn doch da raus. Und Michael Ende sagte, ich bin ja nur der Autor. Ich kann meine Figur nicht sagen, was sie tun und lassen sollen. Ja. Ja. Also, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, aber gut. Und irgendwann rief er dann auch wieder an und sagte, er ist wieder rausgekommen, er ist wieder rausgekommen. So, und deswegen kennen wir alle die Geschichte. Nein, wissen Sie, das ist ja auch so. Du beschreibst eine Figur und plötzlich hat sie ja immer mehr Eigenschaften. Sehen Sie dann einen Menschen vor sich, irgendeinen? Ich sehe ihn tatsächlich diffus vor mir, aber da, auch da... Das verstehe ich, das ginge mir genauso. Ich muss so ein Bild haben, ja, egal ob das ja real ist. Und dann hat er wirklich so was Eigenes. Dann hat er was Eigenes, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil ich finde ja wirklich, das ist abgegriffen, aber ich finde wirklich, in jedem Menschen steckt eine Geschichte. Und vor Jahren hat mir ein Küchenverkäufer eine unglaublich tolle Geschichte erzählt. Der hatte nämlich mal in Hamburg da, ich glaube, es war das Stilwerk. Ja, ich will jetzt, ist keine, aber ein sehr teures Möbelhaus. Da hat er gearbeitet. Und dann hat er einen Kunden, der kam, hat einen Großauftrag abgegeben. Und der hat gesagt, an dem Tag, zu dieser Adresse, um diese Uhrzeit, muss der Möbelwagen vor der Tür stehen. Genau an dem Tag hatte der Laster des Möbelladens einen Achsbruch, aber die organisieren, weil der Kunde so drauf gepocht hat, organisieren die ganz schnell einen anderen Wagen und fahren dann mit so einem, weiß ich was, Mietwagenlaster davor. Und derjenige, der so viel Geld da ausgegeben hat im Möbelhaus, der verweigert die Annahme. Das ist die Adresse, es ist die Uhrzeit, die stehen da und die sagen, wieso denn nicht? Ja? Der wollte, dass die Nachbarn sehen, dass dieser Möbelwagen des teuren Möbelhauses da ankommt und nicht so einen Mietwagenlaster, ja, aber, wo weiß ich was, aus dem schwedischen Möbelhaus alles ausgeräumt werden könnte. Das, nein, nein, die sollten das sehen. So, ich habe mit keinem einzigen Wort beschrieben, wie dieser Mann aussieht. Aber ich glaube, jeder in dem Raum hat eine Vorstellung von der Figur. Ich sah ihn gleich vor mir. Sie sahen ihn vor sich, genau. Und das ist die Kunst eben, beispielsweise eines Stephen Kings, der in der Regel gar nicht, müssen wir darauf achten, der gar nichts im Äußeren so richtig schreibt, aber die Menschen durch ihre Handlungen leben lässt und man hat sie trotzdem plastisch vor Augen. Das ist und da liebe ich solche Geschichten. Welche Themen haben für Sie denn gesellschaftliche Relevanz? Ganz viele. Zunächst einmal, alles, was mit Familienpolitik zusammenhängt und auch mit Bildungspolitik. Ich bin zunächst einmal, wenn man sich anschaut, jeder große Roman, jeder große Stoff, jeder große Film ist erstmal eine Familiengeschichte. Gerade bei einem Psychothriller im Übrigen, das klingt ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich so, ja, natürlich dieses Klischee, dass etwas in der Kindheit passiert sein muss, wo man dann entweder zum Positiven oder Negativen abbiegt, das ist ja wahr. Also in den Prägejahren wird man eben geprägt. Und wenn da etwas schief läuft am Anfang, dann können noch so viele Instanzen, weiß ich was, wie Schule oder Universität später, Bewährungshelfer noch kommen. Da ist da nicht mehr so wahnsinnig viel zu machen, wenn das Ganze am Anfang schiefgelaufen ist. Also alles, was mit Familie zusammenhängt, hat für mich eine ganz immanente Bedeutung. Ihre Bücher wurden ja auch zu Film- und Theaterstücken. Was mich interessiert, gefielen Ihnen dann die Film- und Theaterstücke oder war das unterschiedlich? Das ist natürlich unterschiedlich. Das muss man sagen, es ist unterschiedlich, wobei ich immer eine ganz andere Sichtweise darauf habe, als jetzt beispielsweise
Ich bin ja auch Leser, ich bin ja ein Erster, ich habe viel mehr Bücher gelesen als geschrieben. Also das wäre ja auch nicht umkehren mehr, das Verhältnis. Und da kann ich genau auch die Enttäuschung nachvollziehen, wenn man einen Film sieht und sich sagt, na, das habe ich aber irgendwie ganz anders im Kopf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, ich meine, wir sind ja unser, das ist das Schöne am Lesen, wir sind Regisseur oder Regisseurin unseres eigenen Films. Und wieso sollte jemand bessere Bilder finden als die, die wir jetzt beispielsweise eben von diesem Mann mit diesem Küchenlaster hatten. Dass das irgendwie dann auf einmal ganz anders aussieht. Ich habe aber etwas gelernt, nämlich so ein Film oder auch ein Theaterstück gibt mir die Möglichkeit, in die Köpfe von meinen Leserinnen oder Leser zu schauen. Weil auf einmal merke ich, ach, guck mal, so stellen die sich die Hauptfigur vor. So sehen die den, den Raum, den ich beschrieben habe. Das ist faszinierend. Und manchmal denke ich auch, ja, also, und das, da habe ich eben einen Genuss dran, auch wenn es anders ist. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr, sehr viele stört, wenn das nicht deckungsgleich ist. Also mein Vater war derjenige, den ich kannte, der fantastisch über Bücher sprechen konnte, die er nie gelesen hatte. Wie er das gemacht hat, war mir auch neu. Da gibt es von Loriot eine sehr schöne Kurzgeschichte, wie man ein Buch bespricht, ohne es gelesen zu haben. Sie haben Ihre Werke... nicht Loriot, Kishon war es. Ja. Sie haben Ihre Werke unter anderem in Privatwohnungen, bei Betriebsfeiern oder in einer Trauerhalle inszeniert. Ja. Können Sie uns das etwas erläutern? Das kann ich sehr gut erläutern, weil ich schmücke mich da oder werde immer mit fremden Federn geschmückt. Ich hatte irgendwann einmal, wenn ich auf Facebook damals noch geschrieben habe, ich gehe auf Lesereise und habe die Daten veröffentlicht, da kam immer, also zu 99% waren die Kommentare, wieso bist du eigentlich nicht mal da oder da oder da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, es gibt 6.000 Städte in Berlin, in Deutschland oder noch mehr, 10.000, ich weiß es gar nicht. Und das würde ich im Leben gar nicht schaffen, überall zu sein, abgesehen davon, dass man mich überhaupt gar nicht überall einladen würde. Aber ich würde es nicht schaffen. Und dann habe ich mir überlegt, Schnapsidee mit Freunden zusammen, saß mir, wie viel würde ich denn aber in einer Woche schaffen? Also wirklich, wenn ich anfangen würde um 12 Uhr mittags in Berlin, dann fahren wir nach Potsdam, dann fahren wir weiter, vielleicht sogar schaffen wir, kommen wir bis nach Halle und dann hangeln wir uns so durch die Republik durch und machen immer so 20 Minuten Lesungen oder eine halbe Stunde und gehen dann wieder auf Tour. Und da haben wir gesagt, na, 50 Lesungen in einer Woche. Das müssten wir doch irgendwie hinkriegen. Und das habe ich dann ausgelobt und habe aber in Wohnzimmern gedacht. Ich lese halt bei Leserinnen und Lesern zu Hause. Und die sind dann unglaublich kreativ geworden. Ich habe, glaube ich, in einem einzigen Wohnzimmer gelesen und das war sogar in so einer Art Windmühle, was da umgebaut war zu einem Wohnzimmer. Ansonsten durfte in der Trauerhalle lesen, von der Kanzel in der Kirche hinabsprechen, in der Paintball-Halle auf dem Zahnarztstuhl, da mussten die armen Patienten zuhören. Überall, die es gewonnen haben, haben sich was ganz Tolles ausgedacht. Und jetzt heißt es immer, der Fitzek war so kreativ mit seinen Lesungen. Nee, das waren eigentlich die anderen. Das ist übrigens interessant, ein Pfarrer hatte mich nach Weimar eingeladen, der Bischof hat dann dafür gesorgt, dass ich wieder ausgeladen werde. Es ist viele Jahre her, inzwischen werde ich häufig eingeladen, in evangelischen und katholischen Kirchen zu sprechen und dann schicken die mich auf die Kanzel und wissen, was ich gemerkt habe? Wenn ich auf dieser Kanzel stehe, kriege ich einen pastoralen Ton. Und aber durch die Höhe. Ja, du stehst da oben, die Leute sitzen da unten und dann quatsch ich so 3 Minuten, dann sage ich, Giesi, jetzt quatsch mal wieder normal. Ja? Weil man aber genau das wollte ich sowieso immer mal fragen, weil das ist ja im Parlament, auch im Bundestag nicht anders. Ne? Sobald Politiker oder Politikerinnen vor dem Mikrofon stehen, fangen die auf einmal an zu schreien. Ja, ich habe meine Stimme ist ein bisschen lediert. Und ich verstehe es gar nicht. Ich habe Ihnen immer so, so gerne zugehört, weil Sie einfach so ganz normal geredet. Ich meine, klar, wenn man ein Mikrofon hat, dann muss man auch gar nicht schreien. Ja, ich finde, das Schönste finde ich immer die Zwischenrufe bei mir. Ich verstehe die ja nicht. Und deshalb... Und ich kann die immer nachher erst im Protokoll lesen. Ach so. Und deshalb reagiere ich immer irgendwie. Also... bei meiner letzten Rede donnerten gleich Union und FDP dazwischen und da habe ich gesagt, glücklicherweise dürfen weder Union noch FDP mir vorschreiben, was ich zu sagen habe. Aber dann klatscht schon meine Fraktion. Wie war Ihre Lesereise mit dem umgebauten Bus? Also zum dem Buch, der den besinnlichen Titel Der Augensammler trägt, habe ich einen Bus zu einer Dunkelkammer umfunktioniert. Ich muss dazu sagen,
Dieses Buch ist mein rechercheintensivstes Buch gewesen, weil es hat eine blinde Protagonistin, Hauptprotagonistin, steht im Zentrum, die Alina Grigorjew. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben und habe gemerkt, da kann ich nicht einfach mal faul aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen. Sie kommt im Herbst nach Hause, in ihre Wohnung, und ich denke, macht die jetzt das Licht an? Nee, ist ja Quatsch, warum soll ich Licht anmachen? Ist ja blind. So, aber hat die überhaupt Glühlampen in den Fassungen? Wie ist denn das eigentlich mit Bildern in den, wie sieht denn diese Wohnung aus? Was ist mit Spiegel im Bad? Hat die einen Spiegel im Bad? So, und dann habe ich getwittert, ich in meinem nächsten Buch, blind, und vielleicht kann mir jemand da helfen. Und dann haben mir Blinde geantwortet, die sich das haben vorlesen lassen beispielsweise, die auch auf Twitter sehr aktiv sind, was das Erste, was ich gelernt habe. Und am Ende haben die mich also beraten mit so viel Material, dass mehrere Teile auch entstanden sind, haben im Übrigen mir gesagt, natürlich haben wir Glühlampen und Bilder und einen Spiegel, weil wir haben ja auch sehende Freunde und die sollen jetzt nicht im Dunkeln sitzen. Und ja, muss man erst mal drauf kommen, aber das fand ich, habe mich mit den Visiträumen und einfach unterhalten. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, weil warum habe ich das jetzt gesagt eigentlich? Ach so, mit dem Bus, Entschuldigung. Ja, und ich wollte... Marcel Reich-Ranitzky sagte immer, wo hat's mich jetzt eigentlich hingeredet? Und in dem Bus wollte ich eben auch mal, man kann blind sein, nicht simulieren, habe ich auch gelernt, indem man einfach die Augen zumacht. Vor allen Dingen nicht von Geburt an blind zu sein, denn wir alle wissen, wenn wir sehen können, beispielsweise wie der Eiffelturm aussieht, das kann natürlich jemand, der von Geburt an blind ist, kaum erahnen. Aber ich wollte schon so ein bisschen annähernd das Gefühl geben. Also kamen da Menschen rein und haben in kompletter Dunkelheit Auszüge aus dem Hörbuch gehört. Ja, und das war, glaube ich, ein sinnliches Erlebnis. Für Ihren dritten Thriller, Das Kind, veranstalteten Sie eine Alternate Reality Game. Mhm. Was fand da statt? Auch das wusste ich auch am Anfang gar nicht, was das ist, bevor mir das dann jemand erzählt hat. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das gebe ich offen zu, ich erzähle gerne Geschichten, merken wahrscheinlich auch hier. Und ich habe irgendwann festgestellt, und zwar, als ich meine Danksagung schrieb, meine allererste Danksagung im Roman schrieb, habe ich festgestellt, dass ich probiere eigentlich jede Gelegenheit zu nutzen, zu unterhalten, wenn man mich lässt. Und beispielsweise auch, habe ich gesagt, die Danksagung, die ist immer so eine Aneinanderung von Namen, die keiner kennt. Und ich meine, eigentlich lesen das ja die Leute, die für das Buch bezahlt haben. Also habe ich die probiert, in einem etwas anderen Tenor auch so zu schreiben, dass sie für andere interessant sind. Und wenn Werbung für das Buch gemacht wird, dann kann die ja auch unterhaltsam und spannend sein. Alternate Reality Game ist, wir haben damals, ich glaube, es waren 11 Bloggern eine Pizza oder einen Blumenstrauß zukommen lassen, und da hing ein USB-Stick dran. Und der sich getraut hat, diesen USB-Stick einfach reinzustecken, der sah einen Fahrstuhl, der in den 11. Stock führte. Und jemand drückte auf den 11. Stock. Und dann sind die rausgekommen und haben gesagt, wenn ich Push 11 eingebe, komme ich auf eine Website. Und auf einmal kann ich mit einem kleinen Jungen, der in einem Krankenhaus liegt, in Kontakt treten. Das ist die Hauptfigur aus Das Kind. Und so haben die sich untereinander, und auf einmal haben Hunderttausende von Menschen sich damit beschäftigt. Das ist ganz klein gewesen und ist immer größer geworden. Und sie hatten halt Spaß, sich mit der Figur zu beschäftigen. Aber natürlich war es auch Werbung für dieses Buch, aber eben keine klassische. Mir hat das Spaß gemacht, auch da was Neues auszuprobieren. Sie hatten als erster Autor bei der Leipziger Buchmesse einen eigenen Stand. Fanden die Verlage das gut oder eher nicht? Und das nächste Frage gleich. Und mit welchem Soundtrack stellten Sie Ihren Katastrophenthriller Noah vor? Aber erstmal Messe, wie war das? Ich meine, wenn jeder Autor da einen eigenen Stand hat, ja, dann können ja die Verlage dicht machen. Nein, ich muss sagen, also bei der, es war in einer Phase, wo ich schon dankenswerterweise auch auf der Messe was zu tun hatte. Am Anfang ist man ja so, man ist froh, wenn man sich irgendwo hinsetzen kann und einen Kaffee kriegt und so. Man kann jetzt nicht von Stand zu Stand durchschnurren. Da habe ich überlegt, ach, wäre toll, man hätte einen eigenen Platz. Und dann habe ich mir gesagt, die Leipziger Buchmesse ist so eine Publikumsmesse. Und da kommt man doch wegen den Autoren und Autorinnen dahin.
wieso haben wir eigentlich keinen eigenen Stand? So, also mit so einer ganz bescheuerten Warum-Frage beginnt das auch in meinen Büchern häufig. Und dann habe ich mal recherchiert und gesagt, so eine kleine Hutschachtel, das kostet jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Und dann habe ich damit, ich habe meinen Stuhl, ich habe vielleicht einen kleinen Kühlschrank, wo kann da sitzen, die Leute kommen zu mir und es und dann habe ich das angemietet. Und da wurde dann der Verlag hellhörig und sagte, naja, das können wir vielleicht irgendwie nicht so zulassen, und haben das ein bisschen größer gemacht und haben gesagt, dann zieh mir auch das Buch vor. Ich hätte ja gar kein Buch gehabt zu dem Veröffentlichungstermin. Und dann wurde das passend zu dem Buch Der Nachtwandler etwas größer aufgezogen. Aber die Grundidee kam von mir, es war auch schon alles in Sack und Tüten. Die fanden das auch sehr, sehr gut. Ich habe das aber nie wieder gemacht. Und zwar nicht, weil es schlecht war, sondern auch hier, weil ich dachte so, nee, ich suche immer nach irgendwas was Neuem, was so noch nicht gewesen ist, zumindest in dieser Form. Es hat mir Spaß gemacht. Aber mittlerweile bleibe ich wieder an dem. Und der Soundtrack? Der ist tatsächlich auf diesem Stand, der am Ende war, das passend zu der Nachtwandler, da ging es um Schlafwandeln. Das war so eine Art Schlaflabor. Ein kleines Schlaflabor ist da als Kulisse aufgebaut worden. Und ich komme mit einem, der da gerade alle was an die Wände tackert, den Standaufbau ins Gespräch mit Fritz Krings. Und den kannte ich damals noch gar nicht. Und ich sage zu ihm, wir kommen mit Musik ins Gespräch, weil Musik lief, und er sagte, wieso gibt es eigentlich keinen Soundtrack zu Büchern, habe ich den gefragt. Aber so mehr so rhetorische Frage für mich selber. Und er sagt, ja, ist ja eine super Idee, das müsste man machen. Lass mich das mal machen, sagt er. Und ich sage, ich will jetzt nicht zu nahe treten, du tackerst hier gerade den Stand zusammen, wieso sollten wir jetzt hier Musik komponieren und so? Und er sagte, naja, also unsere Produktionsfirma, wir haben gerade den Soundtrack für Vicky, den Film gemacht, und für Nena und für Crow komponieren wir viel. Und ich sage, aber du komponierst für Crow, warum stehst du denn hier an meinem Stand mit einem Tacker in der Hand? Und er sagt, ja, das war eine super Idee, so einen eigenen Stand für ein Outdoor, und da habe ich mich engagiert und dachte, das ist genau der Richtige. Jemand, der sagt, das ist eine geile Idee, da mache ich mit. Und dann hat der gemeinsam mit seinem Produktionsteam einen Soundtrack für das Buch Noah komponiert, und der wurde live aufgeführt, während ich gelesen habe. Also und das ist, man merkt, ich probiere immer durch die Hintertür doch es irgendwie ins Musikgeschäft zu schaffen. Ja. Sozusagen war das der längste, sich nicht reimende, unrhythmische Rap, den ich auf Musik dann vollführt habe. Aber das kam ganz gut an. Wir waren bis zur Erstaufführung uns nicht sicher, ob das eine heillose Kakophonie wird. Ich rede, die machen Musik, im Hintergrund laufen auch so ein paar Visuals, aber den Leuten hat es gefallen. Erzählen Sie uns die Geschichte, als Sie unter einem Pseudonym ein Manuskript von Ihnen als Paketbote verkleidet zum Verlag brachten. Was geschah? Bekamen Sie eine Absage? Oder entdeckte ein Lektor, dass Sie es sein müssen? Nee, das oder waren ein wurden bisschen, Sie neu entdeckt? Das war ein bisschen anders. Es ist ja so, dass, ich habe gesagt, ich unterhalte gerne. Ich nutze jede Gelegenheit dazu, finde ich, man das auch ein Buchcover. Gerade in der E-Book-Welt finde ich, wenn man auch noch auch verhältnismäßig viel Geld für ein Buch gibt, das ist halt wegen Papierherstellung und so alles, hat das seinen Preis. Wenn man das aber ausgibt, dann sollte man auch etwas in den Händen haben, was vielleicht auch optisch ansprechend ist, wenn wir jetzt von einem Hardcover gehen, wo man sich gestalterisch Gedanken gemacht hat. Und ich hatte also die Idee zu einem Buch, das Paket, das ist aus dem Alltag heraus, da stand eine typische Situation, kennen Sie, jemand klingelt an der Haustür, sagt, nehmen Sie ein Paket für einen Nachbarn, Sie sagen ja. Ich dachte, ich kenne alle meine Nachbarn, kannte den aber nicht, den Empfänger, und hatte sofort Angst und dachte, das könnte ein Beginn eines Thrillers sein, dass ausgerechnet ich dieses Paket bekomme. Und als ich dann diese Idee vorgestellt habe im Verlag, was ich immer mache, egal, auch wenn tatsächlich es so ist, dass ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich schreibe jetzt etwas und ihr kriegt das erst kurz vorher oder so. Das ist eine ganz komfortable Situation, die ich momentan, weil es gut läuft, noch so habe. Aber es ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie ein Film. Bei so einem Buch, das zu schreiben, das ist eine One-Man- oder One-Woman-Show. Aber wie viele dann da dranhängen, vom Lektorat, vom Korrektorat bis zur Herstellung, Druck. Und das ist wie im Filmabspann eigentlich. Und ich möchte, dass die auch mit einbezogen sind. Also habe ich mich als Paketbote verkleidet, weil ich wollte, dieses Buch soll aussehen wie ein Paket, habe ich gesagt.
das Paket sah aus wie ein Paket, habe mir so im Kostümfundus eine DHL-Uniform geholt. Und das war überhaupt das Schwierigste. Weil das kriegen sie nicht so einfach. Klar, weil jeder denkt, da kommt irgend so ein Enkeltrick oder irgendwas. Ich muss da so alles hinterlegen, unterschreiben und dann habe ich das bekommen. Dann bin ich mit so einer Sackkarre, wo lauter Pakete drauf waren, in der DHL-Uniform, oder es kann jetzt auch eine Hermes- oder UPS-Uniform gewesen sein, ist völlig egal, gehe ich da also in die Redaktionskonferenz rein und die erwarteten mich aber kaum. Also alle haben mich gesehen, aber keiner hat mich erkannt bis dahin. Ich hatte auch so ein total blödes Käppi auf, muss ich sagen. Und habe dann angefangen, diese Pakete auszuteilen vor all den Verlagschefin und. Und da haben sie es natürlich geschnallt. Und waren ganz begeistert und haben es aufgepackt und guck, was da drin. Und dann war das Manuskript da drin, beziehungsweise das Exposé. Und dann habe ich gesagt, ich fände es toll, wenn Leserinnen und Leser genau dieses Gefühl haben beim Auspacken des Buches. Ja, sie wissen nicht, klar, wenn ein Paket von Fitzek kommt, ist vielleicht nicht so angenehm, aber trotzdem, man öffnet das ja gerne und so. Und die haben das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben im Übrigen. Also was ich da zusammengebastelt habe, das war jetzt nicht so dolle, aber dieses Gefühl, das war gut. Ja, vor allen Dingen, die Idee kommt ja immer von Ihnen und Sie haben wieder irgendwelche Erlebnisse, wo die Idee entsteht. Total. Ja. Und das ist es natürlich wirklich. Dass ich finde, falls hier unter uns Anwesende sind, die gerne schreiben oder gerne was veröffentlichen wollen, die meisten, auch ich, habe den Fehler gemacht. Ich habe nur gedacht, okay, wie komme ich vielleicht in die Presse? Wie schaffe ich es, dass Sie über das Buch reden? Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und bin zu keinem großen Clou gekommen. Und was ich dann aber völlig übersehen habe, was alle übersehen, sind die wichtigsten fast im Verlag, sind die im Vertrieb arbeiten, die Männer und Frauen, die ihre Bücher nehmen, sie sogar lesen. Und wenn sie gut finden, dann in den Buchhandel gehen und sagen, kauf da nicht nur drei, kauf vielleicht auch vier Stück davon. Ich habe da eine kennengelernt, die hat so bis zur dritten Auflage bei Harry Potter, haben wir schon drüber geredet, gekämpft und sagt wirklich, kauf drei Stück, kauf nicht nur eins, sondern wir müssen mehr, weil sie so mit Herzblut dieses Buch verteidigen. Und als Autor hab ich die für mein erstes Buch kaum gar nicht kennengelernt. Und die sind aber im Hintergrund diejenigen, die wirklich dafür sorgen, dass man überhaupt eine Sichtbarkeit hat. Und insofern finde ich es wirklich wichtig, dass man da alle mit einbezieht und die nicht vernachlässigt. Bei einem Familien... Bei einem Familienurlaub hatten Sie wohl ein Kinderbuch vergessen und ja, schrieben dann für Ihre Kinder das Buch Pupsi und Stinky. Meine erste Frage, gefiel es Ihren Kindern und später auch noch vielen weiteren Kindern? Aber es ging gefällt. Gefiel. Ach, gefiel. Ja, das, also so ganz so toll, wie sich das jetzt anhört, hat er einfach mal ein Kinderbuch geschrieben. Das war es natürlich nicht, sondern ich habe erst mal geschwitzt, weil das Lieblingsbuch nicht da war. Und dann haben die gesagt, na Papa, wir wissen ja, du denkst dir Geschichten aus und jetzt mach mal was. Und wir alle wissen, Kinder sind so das ziemlich das kritische Publikum, was man haben kann. Ja. Aus dem Augensammler konnte ich nicht zitieren, also weil die waren ja so, weiß ich, 4, 5 Jahre alt und dachte ich mir, gut, okay. Einer hatte gerade überhaupt keine Lust, in den Kindergarten zu gehen und hat auch immer ein bisschen Streit und sagt, die lassen mich nicht mitspielen. Also habe ich gesagt, gut, jetzt greife ich mal Sorgen auf und habe gesagt, einer, der hat immer Angst, auch in den Kindergarten zu gehen. Er hat vor allem Angst, auch wenn die Türen zuschlagen oder wenn ein Auto vorbeifährt. Und das Doofe ist immer, wenn er Angst hat, dann muss er pupsen. Da habe ich so mal einen Lacher gehabt, das ist super bei Kindern. Und dann habe ich gesagt, so... das war eigentlich Teil 1 und so und morgen geht's weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ach okay, und der lernt jetzt aber, also wird gemieden und von allem Kindergarten, die sagen alle nur Pupsi zu ihm. Und irgendwann lernt er ein Stinktier kennen, was nicht stinken kann. Ja, und der sagt, toll, du kannst ja stinken, aber alle hänseln mich, weil ich bin der Einzige, der nicht stinken kann im Stinktier-Kindergarten. So, und dann, und die beiden bilden dann eine Symbiose, und ich spoiler jetzt mal, irgendwann Pupsi, Stinky, der nicht stinken kann, rennt in den Kindergarten, wird vom bösen Wolf gejagt, und Pupsi steht dann da und lässt den größten Pups aller Zeiten los und vertreibt den bösen Wolf. Und dadurch ist Pupsi der Held im Kindergarten. Ja, und das ist sozusagen also die Ende der Geschichte. Das war aber jetzt nicht am ersten Abend auf Rügen schon völlig elaboriert, sondern es hat über Wochen, bis sie da mal angefangen haben, wie sehen die denn aus? Und irgendwann war die Geschichte komplett fertig, auch gezeichnet. Und dann haben wir es eben auch veröffentlicht. Ich habe auch gemerkt, Nachwuchs bekommen und Oscar, wenn ich es mal vorgelesen bekomme, habe ich gesagt, verdammt, du bist aber total blöd. Ich habe es viel zu lang geschrieben. Viel zu lang. Ich habe gar keine Lust, so viel vorzulesen.
Ich muss das einkürzen. Ich werde Ihnen sagen, als mein Sohn noch sehr, sehr klein war, habe ich die Original-Grimms Märchen genommen und habe ihm zum Beispiel Schneewittchen vorgelesen. Das kannte ich ja auch noch, war Jahrzehnte her und war entsetzt über den Schluss. Ja. Furchtbar. Ich meine, juristisch gesehen ist sie natürlich das Dreifachen einmal der Anstiftung zum Mord und dann das Dreifachen versuchten Mordes schuldig. Soweit klar. Ja. Aber dass sie sich in glühenden Schuhen zu Tode tanzen muss, also das fand ich ja nun wieder als Todesstrafe auch ehrlich gesagt ziemlich daneben. Aber interessant dabei, die Kinder stört das überhaupt nicht. Nee. Ich habe, also mein Sohn, ich dachte, mir. Und da habe ich festgestellt, die haben eine andere Fantasie und vor allen Dingen haben sie auch eine ganz andere Bedürfnisstruktur. Die können ja ein Märchen 100-mal hören. Ja. Das stört die ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nochmal, ja. Nochmal. Die sprechen ja auch den ganzen Text mit. Und als ich einen Tag im Kindergarten arbeiten musste, weil unsere frauenpolitische Sprecherin für den 8. März festgelegt hat, dass alle Männer mal eine Frauenarbeit einen Tag machen, da war ich in einer Kindertagesstätte sehr kompliziert, weil RBB und sowas vorbeikam. Da brauchst du von allen Eltern die Genehmigung, ja, falls das Kind gefilmt wird und so. Da gibt es ein süßes Foto. Ich sitze auf dem Stein am Ende meiner Kräfte so. Ja. Und neben mir sitzt eine Dreijährige genau so. Sehr gut. Das war schön. Aber das Zweite, was ich festgestellt habe, ich habe Ihnen dann Schneewittchen erzählt. Das hat überhaupt keinen Sinn zum Darstellen. Weil die greifen ständig ein. Nee, an der Stelle kommt ja das und an der Stelle kommt jenes. Und dann habe ich Ihnen mein Lieblingskinderbuch erzählt, erzähle ich Ihnen aber nicht, Paul allein auf der Welt. Und das kannten Sie nicht. Ah, gut, und das ist da gut. Da bekommen Sie so große Augen und so. Ja, das genieße ich dann auch. Schön. Also, mit dem Spielererfinder Marco Teuber machten Sie ein Gesellschaftsspiel namens Safe House. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein sogenanntes kooperatives Spiel. Auch das, man muss dazu sagen, ich kann mich wirklich nicht hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt ein Spiel machen oder so. Eigentlich Safe House, da habe ich die Familie beobachtet, wie sie das Spiel des Lebens gespielt haben und noch ein anderes Spiel. Und ich habe gar nicht mitgespielt, sondern ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, die Idee, über die ich gerade nachgedacht habe, da ging es um ein Zeugenschutzprogramm, das würde sich aber auch für so ein Spiel eignen. Also man sieht ein Verbrechen, man ist auf einmal ein gefragter, aber auch gesuchter Zeuge. Man muss sich rechtzeitig in das sogenannte Safe House, in das sichere Haus begeben, bevor die bösen Mächte einen davor vielleicht kalt machen können. Und diese Idee hat mich dann gepackt und ich habe es mit dem Illustrator, der auch mein Kinderbuch illustriert hat, ein sehr guter Freund, den ich auf einer Lesung auch kennengelernt habe, mit dem habe ich das Spiel entwickelt und dann bin ich zu einem Verlag gegangen, ein Spieleverlag, den ich kannte. Das ist der einzige Spieleverlag, den ich kannte, der auch sich mit Krimispielen beschäftigt. Es gibt wohl viele davon, aber mir waren durch diese Black Stories im Begriff. Das sind, ich finde, ein tolles Krimispiel, was man gemeinsam schnell spielen kann. Und die haben erstmal natürlich gesagt, okay, ja, schön und gut. Aber man merkt natürlich auch, wie beim ersten Buch, wo alle gesagt haben, schön und gut. Man merkt, dass sie ein bisschen Talent haben, aber sie machen alle Anfängerfehler. Schön und gut. Also, Spiel ist das jetzt aber noch nicht alles. Und, aber wir haben uns dann mit dem Marco Teubner, diesem Spielentwickler, zusammengesetzt. Und der hat dann ein Spiel entwickelt, wo man gemeinsam spielen muss. Und gemeinsam in dieses Safe House fliehen muss und Aufgaben lösen muss. Und der Verfolger kommt, aber es geht auf Schnelligkeit. Und dieses Gefühl, was man schon bei meinem Roman hat, dass man gehetzt wird, dieses Gefühl hat man bei diesem Spiel auch. Aber die Lorbeeren, dass das so gut funktioniert und im Übrigen auch bei Spielern sehr gut ankommt, das ist der Verdienst von Marco Teubner. Sie waren Gast bei Riverboat und haben es dann auch moderiert. Das ist ja wiederum ein ganz anderer Beruf. Richtig. Macht es Ihnen auch Spaß, Fragen zu stellen und Antworten zuzuhören? Ja, definitiv. Also das macht mir sehr großen Spaß. Ich liebe ja, wie ich schon sagte, die Geschichten
von Menschen zu hören. Also genauso gerne, wie ich Geschichten erzähle, höre ich gerne. Geschichten sind wahnsinnig gut, glaube ich. Wenn eine Geschichte super formuliert ist und plausibel klingt, dann möchte ich auch, dass die wahr ist. Und bin schon häufig aufs Glatteis geführt worden dadurch. Aber ich habe, dann kam auch Corona, wie wir alle wissen, und es war eine Zeit, wo, da wurde sogar die Buchläden dicht gemacht, dann gab es keine Lesungen, es gab keine Auftritte und ich habe, und dann hat Kim Fischer gefragt, ob ich nicht, weil Riverboat nach Berlin zog damals, nicht Lust hätte, alle zwei Wochen diese Sendung zu moderieren. Und muss ich einmal eins sagen, ich dachte, das ist jetzt nicht so ein großer Aufwand. Und das habe ich natürlich, ich bin auch ein Spielkind, ich möchte es ausprobieren und dachte mir, da lerne ich Geschichten kennen, die brauche ich, ich lerne Menschen kennen und Menschen bringen auch ihre Bücher häufig mit, das finde ich ja ganz toll. Ja, ich lerne also auch Bücher kennen, also alle Leidenschaften werden unisono abgedeckt und ich kann was Neues ausprobieren. Aber auch alleine, was die Vorbereitung, dass ich das immer so locker, also je einfacher kann ich mal sagen, je lockerer es sich anhört, desto akribischer ist die Vorbereitung, die ich quasi auch hier spüre. Und umso mehr muss man eben dafür arbeiten, um das so hinzukriegen, wie beispielsweise Sie jetzt gerade. Und das habe ich gemerkt, als dann wieder es mit Lesungen losging. Und ich hatte mich heillos verzettelt und habe dann eben auf die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, schaffe ich nicht mehr. Welche Menschen sind für Sie reizauffällig und welche Situationen skurril? Welche Menschen? Also Sie sagen reizauffällig. Also eigentlich sage ich immer verhaltensauffällig, weil ich finde wirklich, nun haben ja alle ja irgendeine eine Macke. Und ich habe ja, ich bin ja mal so ein Psychiater. Ja, also die Frage ist ja immer nur, muss die jetzt therapiert werden oder nicht? Ich habe mir das ist eine wahre Geschichte aus einem Telefonbuch, einem Psychiater, der in meiner Nähe wohnte, rausgesucht und bin zu dem gegangen und sage so in der Zeit, ich habe ja schon zwei Bücher geschrieben, aber hat sich in der Psychoanalyse bestimmt viel getan. Ich möchte mal wieder so eine Psychotherapiestunde miterleben und können wir das mal simulieren? Ich bin völlig gesund natürlich, habe ich gesagt. Er sagt, ja, höre ich dreimal am Tag. Ich sage, nee, ich will wirklich nur recherchieren. Und dann sagt er, gut, aber wenn wir jetzt uns unterhalten wollen, dann müssen Sie mir schon was geben. Also Sie müssen schon irgendein Defizit, irgendwas haben. Was stört Sie denn an sich? Und ich sagte, meine Handymacke, dass ich so viel auf mein Handy gucke, dass ich so viel Bildschirmzeit habe, dass ich immer daddle. Und er sagte, dass ich so handysüchtig, habe ich formuliert. Er sagte, das ist eine Zwangsstörung. Ja? Und das hat mir wahnsinnig viel, auch für viele Bücher geholfen. Weil er sagte, stellen Sie sich vor, wir alle, ja, wenn wir 40 Mal am Tag zum Briefkasten gehen würden, immer den Schlüssel aufschließen, gucken, ist was Neues drin zu... Irgendwann holen die Nachbarn, rufen die 112, das ist klar. Ja? Aber wenn wir 40 Mal am Tag die Mailbox checken, ist was Neues angekommen. Völlig sozialadäquat. Und das ist etwas, ja. Und die Frage ist eben der Leidensdruck natürlich, ne? Leide ich da drunter? Aber ich kann seitdem, auch wenn Sie jetzt gezwungen wären, Ihr Handy zu Hause zu lassen oder Sie vergessen es einfach, Sie kriegen, also die meisten kriegen ja Puls, obwohl, warum? Warum? Also so wichtig ist es meistens gar nicht. Ich hatte ein paar Jahrzehnte ohne Handy in meinem Leben, da ich ja 75 bin, verstehe? Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir das damals gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja. Das habe ich völlig vergessen. Aber, ja. So wie jemand, der nicht weiß, ob er sein Bügeleisen ausgeschaltet hat oder sein Handy unbedingt zurückholen muss und nochmal, ob er die Tür abgeschlossen hat, nochmal aufsteht, nochmal kontrolliert, obwohl er eigentlich ganz genau weiß, er hat abgeschlossen. So fühlt sich natürlich auch in etwa, so probiere ich mich einer Figur anzunähern, die sich vielleicht 50 Mal am Tag die Hände waschen muss oder 100 Mal, bis ein bestimmtes Gefühl sich einstellt. Und da ist immer die Frage, wie groß ist der Leidensdruck, leidet man drunter? Vernachlässigt man sein normales Leben, seinen Alltag darüber? Oder hat man es geschafft, damit umzugehen? Richtig. Und das ist dann so die... Ich hatte mal eine gute Freundin, die konnte nicht aufessen. Sie musste immer einen Rest liegen lassen. Dann habe ich ihr gesagt, das ist doch eine Macke. Ja, sagte sie, aber ich lebe ganz gut damit. So ist das. Stimmt auch, ja. Genau. Also, ja. Und deswegen, man muss halt doch nicht alles behandeln. Derselbe Psychiater hat mir übrigens gesagt, er hat den Namen leider nicht verraten, er hätte einen Gangster-Rapper in der Behandlung gehabt. Und der meinte dann so, können Sie mir helfen mit einem? Und er sagte nur, ja, kann ich,
aber danach werden Sie sicherlich nicht mehr so eine Musik machen. Und da sagte er, nee, dann will ich nicht behandelt werden, ist gegangen. Übrigens haben Psychiater oft fantastische Namen. Ich kannte einen Dr. Irrer, einen Dr. Vogel und so. Also dann habe ich mir gesagt, das muss auch süchtig machen, dann in die Psychiatrie zu gehen. Und skurrile Situation, welche sind das für Sie, wo Widersprüche so aufeinandertreffen? Ja, also... Wo sich etwas wendet plötzlich? Wo man auf einmal... sich nicht mehr sicher ist, ob das wirklich so stattgefunden hat. Die hängen aber meistens wirklich sehr eng mit skurrilen Persönlichkeiten zusammen, so wie wirklich einer, der so ein Taxifahrer, der mich mal im Taxi eingesperrt hat. Aber das war der fuhr am Breitscheidplatz und parkte sein Taxi. Ohne dass ich da parken wollte, ich wollte eigentlich ein bisschen weiterfahren, dreht sich um und sagt, ich habe ein Problem. Und er stand da so wirklich in der Fußgängerzone. Wir durften da gar nicht halten. Dann steigt er aus, Zentralverriegelung geht runter, er geht weg. Und ich denke, na okay. Ja. So, und guck mir so. Ich denke dann sofort, ich kann mich gut alleine beschäftigen. Wahrscheinlich geht jetzt so ein Monitor an, jemand sagt, Herr Fitzek, es hat einen Grund, dass Sie hier sitzen. Und jetzt in einer halben Stunde explodiert eine Bombe, aber im Handschuhfach sind die Sachen, mit der Sie die entschärfen können. Sowas dachte ich mir dann. Sein Problem war, der musste da beim Wasserklops schnell auf die öffentliche Toilette pinkeln gehen. Und das Auto kennen wir ja, wenn man weggeht, gibt es ja einige, da geht automatisch die Zentralverriegelung runter. Ja, und so war das bei mir. Also das ist aber ich fühlte mich gefangen auf dem öffentlichen Platz und Menschen, es war sehr heiß, strömten da Richtung Gedächtniskirche um mich herum. Das sind so Situationen, wo ich manchmal denke, ich bin wirklich sowas wie ein Irrenmagnet, dass man widerfährt mir sehr häufig. Sie ich will nicht so nahe treten. Wissen Sie was? Nein, Sie. Ja, klar, Sie animieren mich. Sie animieren mich dazu, Ihnen auch immer Geschichten zu erzählen. Meine Lieblingsgeschichte vom Taxifahrer ist folgende. Und zwar eine Rarität in Berlin. Ein Ur-Berliner Taxifahrer. Ja. Vielleicht gibt es noch vier, aber mehr nicht. Aber ich war mit einem CSU-Kollegen, kam ich in Tegel an, ist also schon mehrere Jahre her. Ja, viel Spaß. Und irgendwie klappte das mit unseren Autos vom Bundestag nicht. Wir wurden also nicht abgeholt. Und dann haben wir unter Überwindung aller ideologischen Schwierigkeiten uns entschieden, gemeinsam ein Taxi zu nehmen. Und da hatten wir so ein Ur-Berliner Taxi. Ja. Und allen anderen kannst du ja immer sagen, ist besser, sie fahren so, ist besser, sie fahren so. Machen die dann auch. Nur nicht einem Ur-Berliner Taxifahrer. Und das war nur einer, der fährt sowieso, wie er will. Und der sagt immer, es ist besser, sie fahren so, ist es besser. Der machte das gar nicht, interessierte sich gar nicht. Der fuhr einfach weiter. Und dann sagt er den schönen Satz zu ihm, ich glaube, Sie wissen gar nicht, wen Sie hier fahren. Ja? Sie fahren ja immerhin zwei Bundestagsabgeordnete. Ach, dachte ich, was passiert denn jetzt? Dann drehte sich mein Ur-Berliner Taxifahrer kurz um und sagte, so, da habe ich schon besser gefahren. Ich konnte vor Lachen kaum noch sitzen. Der andere war pappesatt. Ja. Wir haben uns das Fahrgeld geteilt, aber fürs Trinkgeld war ich alleine zuständig. Und das fiel auch nicht schlecht aus. Ich finde übrigens bei Ihnen etwas beachtlich, dass Sie Suizide immer so beschreiben, wie sie nicht gehen, um eine Anleitung zum Handeln zu vermeiden. Genau. Sie nehmen dafür in Kauf, dass Kritikerinnen und Kritiker Ihnen eine schlechte Recherche vorwerfen. Ja. Kann man das nicht mal öffentlich machen, dass das eine Absicht von Ihnen ist? Ja, also ich bin ja froh, dass das jetzt noch nie vorgekommen ist, dass jemand das wirklich probiert hat. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass jemand meine Bücher als Blaupause für eine Tat nimmt. Zumal wirklich bei mir immer die Opfer so 80% des Raumes einnehmen und die Tat immer nur sehr rudimentär beschrieben wird. Weil mich interessiert wirklich, wie reagiert jemand auf einen Schicksalsschlag, welche Auswirkungen das hat es. Mich interessiert die Tat selber gar nicht mal so sehr. Und der Grund dafür, dass ich nicht glaube, dass es eine Blaupause ist, einerseits hat es in der Regel schon so stattgefunden, auch wenn man es mir nicht glaubt, auch wenn man denkt, das ist so äußerst brutal. Fakt ist, ich mildere das meistens ab, weil häufig ist es wirklich so, dass es sowas schon mal in der Regel gegeben hat. Vielleicht nicht in der zeitlichen Dichte, aber schon so. Und andererseits muss man ja, beispielsweise als Psychopath zeichnet sich auch mal
keine Empathie, man kann das gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, ein Psychopath kann gar keine Bücher lesen, kann sich gar nicht die Figuren hineinversetzen. Also das glaube ich nicht. Was ich aber glaube ist, dass Menschen, und das kriege ich auch häufig gespiegelt, dass Menschen lesen mich, die sind in der Psychotherapie, die sind sogar in der Klinik häufig. Viele haben Depressionen, wollen auch den Kopf frei bekommen durch eine auch skurrile Geschichte, die sie auf einen ganz anderen Ort setzt. Und wenn die in einer schlechten Phase auf einmal von einer völlig schmerzfreien Methode lesen, da habe ich die größte Angst vor, dass dann irgendwann die Eltern mich anrufen und sagen, auf Seite 212 ist ein Post-it und eingekringelt und genau diese Methode wird beschrieben, weil das kann, da gibt es Impulshandlungen, die ich auf gar keinen Fall fördern will. Wir überziehen etwas, aber das liegt auch daran, dass die Pause so viel länger gedauert hat. Sie so lange Pause machen. Ja, ja. Also schuld sind Sie, wollte ich nur sagen, damit gar keine Gerüchte aufkommen. Aus Ihren Büchern ergibt sich aber, dass der Begriff des Lebens für Sie wichtig ist. Ja. Ihre Frage lautet immer, wofür wir leben. Ja. Muss man Leid darstellen, um das Leben wirklich bejahen zu können? Nee, also das glaube ich nicht. Ich werde Ihnen Folgendes sagen. Ja. Wenn man nicht gelegentlich etwas Unglück erlebt, kann man Glück nicht empfinden. Das wiederum, ja. Das unterschreibe ich und man kann das Glück auch sogar noch mehr genießen, so wie natürlich eine Speise. Das kennen wir alle, wenn wir im Supermarkt sind und hungrig sind. Wir kaufen alles, uns schmeckt alles. Wir brauchen natürlich so eine gewisse Diskrepanz. Ich glaube, es ist auch anders möglich. Ich glaube aber, dass wir uns hin und wieder mit dem Tod beschäftigen müssen, gerade weil wir ihn zu Recht sehr häufig verdrängen. Keiner sollte in jeder Sekunde des Daseins ständig mit der Sterblichkeit sich konfrontieren. Aber hin und wieder, glaube ich, ist es notwendig. Und die meisten Menschen begeben sich in einen angstfreien Ambiente, in eine Nahtoderfahrung. Also gerade hier vorbeigefahren, eben Achterbahn, ist ja gerade Frühlingsfest. Die Leute, die da einsteigen, die wollen ja nicht rausgeschleudert werden, sondern die wollen am Ende... Die wollen so eine Nahtoderfahrung haben, weil das ist es, ja, wenn man da runterstürzt. Aber dann die Endorphine kommen, man ist draußen und es ist dieser kurzfristige Effekt, den man hat. Auch man kommt aus dem Kino raus, man hat eine Reise gehabt und denkt, ja, ich muss mein Leben ändern. Reicht meistens nur bis zur nächsten Pizza. Aber ja, man erlebt auf einmal es intensiver. Das ist natürlich etwas, was ein guter Thriller, der auch eine Achterbahnfahrt ist, auch eventuell hervorrufen kann. Wie kommt es, dass 80% Ihrer Leserinnen und Leser 80% Frauen sind? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist bei Thrillern schon etwas Besonderes, muss ich sagen. Können Sie es erklären? Denkt man sich. Aber tatsächlich, ich habe ja aktuell ein Buch geschrieben, was kein Thriller ist. Steht auch drauf, Elternabend, kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Es ist... Und da schreiben mir einige Männer, hauptsächlich Männer, schreiben mir, endlich kann ich mal was von ihr lesen. Diese grausamen Dinge auf dem Nachttisch meiner Frau, traue ich mich nicht ran. ist so. Ich glaube wirklich, und das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich würde so gerne in die Köpfe gucken, was geht eigentlich vor, was für Bilder erzeuge ich überhaupt? Die sind die deckungsgleich mit denen, die ich habe. Die Fantasieverarbeitung bei Frauen ist eine grundsätzlich andere als bei Männern. Und zwar, man hat einen Versuch gemacht. Man hat 100 Frauen und 100 Männern den gleichen Buchtitel gegeben. Und hat sie dann gebeten, danach separat, die Männer beschreibt die Hauptfigur, die Frauen beschreibt die Hauptfigur. Und wenn da stand 1,80 Meter groß und schlank und sportlich und dunkelblonde Haare oder so, dann haben die Männer gesagt, 1,80 Meter groß, sportlich, dunkelblonde Haare, groß. So. Und für die Frauen, die sahen alle anders aus. Ja, das war diese, was der Autor da geschrieben hat, so eine kleine Regieanweisung. Aber die waren so, wie sie diese Figur einfach sehen wollten, so im Schnitt. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum Frauen generell mehr lesen, weil sie ist nicht so sehr, das ist natürlich jetzt sehr Klischee-Denken, schwarz-weiß, aber rein die Studie im Schnitt natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber die Studienergebnisse haben gezeigt, dass Männer sich so gerne Bilder vorsetzen lassen und damit auch klarkommen und Frauen, die ihre eigene Fantasie haben und deswegen genreübergreifend, nicht nur beim Thriller, mehr Frauen Bücher lesen als Männer.
das ist auch in jeder Hinsicht zu begrüßen. Finde ich auch. Übrigens hatten wir mal eine Vorlesung und zum Aussehen sage ich nichts weiter. Da kam die Frau des Dozenten kurz rein, gab ihm was, ging wieder raus. Und eine Viertelstunde später sagte er, vorhin kam doch hier eine Frau rein. Sie sind ja Zeuge, beschreiben Sie die mal. Es war sagenhaft, was herauskam. Die hatte vier verschiedene Haarfarben etc. Ja, so viel zum Zeugenbeweis, ja, ne? Ja. Ja. Und man denkt immer, dass ein Zeuge sowas genau weiß und der kann gar nicht unterscheiden, was bildete er sich ein und was ist wirklich Realität gewesen. Genau. Erzählen Sie uns von Ihren Kurzgeschichtenwettbewerb in der Corona-Zeit zugunsten notleidender Buchhändlerinnen und Buchhändler. Ja, ich war... Von Corona ist übrigens eine typische Thriller-Situation, Corona, also wirklich die ganz typische Thriller-Situation. Der Thriller unterscheidet sich von Krimi für meine Definition, dass wir Menschen haben, die nicht darauf ausgebildet sind, mit einer ganz besonderen Schicksalssituation umzugehen. Und zwar bevor wir jetzt alle Hobby-Virologen wurden durch YouTube, wussten wir ja nicht, was wir machen sollten mit Corona. Aber das kam... Wir sind keine Hobby-Biologen, wir sind ein Volk von 80 Millionen Virologinnen und Virologen. Natürlich, mittlerweile. Aber damals. Aber das ist genau dieser Moment, dieser Schicksalsschlag, die Faust des Schicksalsschlags zu Corona, neuer Virus, wir sind nicht auf. Alles ändert sich. Und zwar von einer fast gefühlt Sekunde auf die nächste. Was machen wir denn jetzt? Ich war erstmal wirklich wie gelähmt. Und ich musste mich zwingen, wieder irgendwie in den Takt zu kommen, mich nicht nur ständig mit R-Werten oder weiß ich was zu beschäftigen. Und dann habe ich, dann wurden auch noch die Buchhandlungen geschlossen und dachte, okay, denen geht es jetzt eh nicht so gut, einigen, die ich kenne. Und habe gesagt, komm, wir nutzen diese Zeit, dieses wir bleiben zu Hause, habe ich umgemünzt unter das Motto, wir schreiben zu Hause und habe über Instagram gemeinsam mit meinen Instagram-Followern Kurzgeschichten geschrieben, die dann veröffentlicht wurden. Und der Erlös kam dann tatsächlich so an Sozialhilfefonds für notleidende Buchhändler, den es vom Börsenverein gibt, zugute. Dass es die überhaupt noch gibt, die kleinen Buchhändlerinnen und Buchhändler, liegt nur an den Festpreisen. Sonst hätten sie keine Chance. Das stimmt, aber ich bin sehr froh, dass es auch sie gibt. Ich das auch. Muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wer die erste, Idee hatte. Der erste, ich frage mich, wieso. Ich meine, ich habe nichts gegen große Internetbuchhandlungen. Es ist auch heuchlerisch zu sagen, wir verdammen die und dann dürfen die trotzdem meine Bücher verkaufen. Aber was ich mich wirklich frage, ist, warum... wir es nicht wie in Frankreich machen und es durch die Hintertür mit so einer Steuer verbieten, dass das Porto kostenlos ist. Denn ich finde, ja, das ist bequem, aber durch diese Festpreise, weil es überall kostet, hat halt ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin lokal nicht die Möglichkeit, einfach mal kostenlos was on top zu geben. Also ich finde, Porto sollte was kosten, auch für die armen Postboten. Nein, es ist ja nur die eine Frage. Sie können ja Bücher, die Sie erworben haben, wieder zurückgeben und kriegen das Geld zurück. Ganz wichtig, sonst würden Sie sich das ja nicht trauen. Aber die Frage ist immer, wer bezahlt die Porti? Das ist immer ein Streit zwischen Buchhändler und Verlag, auch ganz interessant. Aber letztlich stimmt das schon auch, was Sie sagen mit Frankreich. Aber jetzt müssen Sie uns von einer extrem gruseligen Begebenheit Ihres Lebens erzählen, im Büro. Ich sage als Stichworte nur Klospülung, Geräusche aus der Wand, Kabel, menschliche Hand. Ja. Was passierte da? Normalerweise, ich sage immer... Habe ich auch vorhin schon gesagt, man muss rausgehen aus dem Leben, haben, um darüber zu schreiben. Ganz selten, zum Glück, laufen jetzt die verhaltensauffälligen Menschen direkt am Schreibtisch vor einem vorbei. Allerdings, ich habe mir ein Schreibbüro gesucht, weil Schreiben ist ein sehr einsamer Prozess. Und ich bin ja ein kommunikativer Mensch und zwischen den Kapiteln würde ich ganz gerne mal mit jemandem reden. Da bin ich in so einer Art Bürogemeinschaft, da kann man sich auch beim Kaffee treffen und ein bisschen quatschen. Und aber am Freitagnachmittag, weiß ich, da ist da gar keiner mehr, da bin ich der Einzige. Und trotzdem hörte ich schlurfende, merkwürdige, kratzende Geräusche und denke, nanu, und wie so einem schlechten Horrorfilm rufe ich Hallo in diesen Gang rein und ist keiner da. Aber natürlich, im Übrigen, das Klischee, wo alle sagen, na, der geht doch jetzt nicht da runter und guckt nach, sondern ja doch, ich habe nachgeguckt, ich wollte, habe jede Tür aufgemacht und habe dann aus einem Schrank, habe ich da Geräusche gehört und dachte, okay, da ist ein Tier drin. Und mache diesen kleinen, hüfthohen Schrank auf, aber der ist leer. Und dann höre ich es dahinter rascheln und nehme den Schrank zur Seite und sehe wirklich, und jetzt wird es wie in einem meiner Bücher, da ist ein Loch in der Wand, da kommen Kabel raus und die zittern. Und ich nehme ja mein Handy
um da reinzuleuchten und denke aber auch schon, okay, da springt mich jetzt irgendwas Klauenbewährtes gleich an. Dann passiert etwas oder ungelogen, es fällt etwas raus und was rausfällt, ist eine menschliche Hand aus diesem Loch. Und ich fange an zu schreien, ja, weil an dieser Hand hing auch noch ein Arm und ich schreie, aber jemand in der Wand schreit zurück und wir schreien uns gegenseitig an. Und ich schreie, sag, was machen Sie denn hier in meiner Wand? Und der sagt, ich bin nicht in Ihrer Wand, ich bin der Elektriker im Nachbarbüro. Ich ziehe hier nur die Kabel. So, war ich beruhigt. Das muss ich noch sagen zum Thema Gutgläubigkeit. Ja. Ja? Ich dachte, ah, der zieht die Kabel so. Das andere Büro war ein bisschen tiefer und so. Deswegen war das so in Knöchelhöhe, wo diese Hand da gerade war. Auf Nachhauseweg habe ich gedacht, das ist ja eine gute Geschichte. Was ist denn, wenn ich morgen in einer großen Zeitung lese? Ja, der hat wieder zugeschlagen. Er sagt, er zieht Kabel in fremden Büros, aber mit denen fesselt er seine Opfer, der Elektriker. Bei der Geschichte sehen Sie den Vorteil der Geistesabweisenden. Der die Hand gesehen hat, einfach so guten Tag gesagt. Bisschen aufgefallen. Genau. Bitte erzählen Sie uns von Ihrem neuen Roman Elternabend. Sie haben selbst welche besucht, nehme ich an. Ja. Und dabei entstand wie die Idee zu diesem Roman? Wobei ich dann zwei konkrete Fragen habe. Das eine ist, wie kamen zwei erwachsene Personen, die kein Kind in der Klasse hatten, zu diesem Elternabend? Mhm. Das interessiert mich. Und dann, welche Rolle spielen Mobbing, Vernachlässigung und Einsamkeit bei Jugendlichen? Ja. Also ich habe vier Kinder, mit anderen Worten, dann kommen auf 8 Elternabende, aber ist wahrscheinlich so pro Jahr. Ich wünschte, ich würde an mehreren teilnehmen, weil ich bin ja auf der Suche nach verhaltensauffälligen Menschen und nirgendwo sonst. Ich möchte Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen auch völlig in Schutz nehmen. Meistens sind es wirklich die Eltern, die dafür sorgen, dass diese Veranstaltung doch etwas aus dem Fugen gerät. Und ja, ist so. Und ich kann da entspannt, nein, nicht ganz entspannt, man hat ja nicht so bequeme Stühle wie hier, also ich kann da jedenfalls zuhören, wenn Leute dann auf einmal anfangen zu sagen, es ist jetzt völlig unhaltbar, dass mein Sohn immer um 12 und manchmal um 12.15 Uhr, einmal um 12.07 Uhr sein Mittagessen in der Mensa kriegt, der Biorhythmus kommt völlig durcheinander und dann entspinnt da sich eine ernsthafte Diskussion draus. Ja, so, und dann dachte ich, das ist jetzt schon mal ein Setting, ja. Und dann haben wir, aber Eltern, gibt es ja Eltern, die nie kommen zu einem Elternabend, obwohl es meistens die sind, wo man schon mal, ja, weil der Sohn dann doch schon vielleicht ein bisschen komplizierter ist oder so, es wäre gar nicht schlecht, wenn die mal kommen würden, also die drücken sich halt vor jedem Elternabend. Und das habe ich kombiniert. Also in der Anfangsszene von Elternabend will ein kleines Krimineller, Sascha Nebel, der will einen SUV, so einen Großkotz-SUV klauen, und er gerät aber in so eine Klimademo, wo eine Frau mit einer Baseballkeule dieses Auto demoliert. Beide fliehen vor der Polizei und landen auf dem Elternabend der 5. Klasse und geben sich als die Eltern, die nie kommen, aus, von dem Elternteil, was eben, also von dem Kind, was der größte Rüpel der Schule ist. Den kennen auch nicht mal den Namen. Und es ist natürlich doppelte Horror. Auf dem Elternabend zu sein, ist ja schön und gut, aber noch nicht mal ein Kind zu haben. Das ist die Ausgangssituation dieses Romans. Und welche Feststellungen haben Sie, was Mobbing, Vernachlässigung, Einsamkeit gerade eben auch bei Jugendlichen betrifft? Darüber wird so wenig gedacht. Bei alten Leuten kommt man eben schnell drauf, gerade was also Einsamkeit betrifft. Aber das gibt es eben schon in der Schule und zum Teil brutal. Das gibt es definitiv in der Schule. Und ich mache mir viele Gedanken darüber, eben auch, weil, und da schließt sich vielleicht der Kreis in unserem Gespräch, ich am Anfang schon, bis dann der Rüpel kam und mich zum Freund machte und dadurch ich ein bisschen beliebter wurde. Aber bis dahin war ich ja der Außenseiter und eben auch einsam. Und früher, vielleicht wurde ich ja sogar gemobbt, das weiß ich ja gar nicht. Also beziehungsweise, sagen wir, vielleicht wurde ja über mich gelästert. Gemobbt hätte ich mitbekommen, aber vielleicht haben alle schlecht über mich geredet. Heute, wo es die sozialen Medien gibt, kann ich das ja nachlesen, schwarz auf weiß. Und das muss ein noch ganz anderer psychischer Faktor sein. Erwachsene Menschen kommen ja kaum mit Kritik in den sozialen Netzwerken klar.
Wie muss es dann erst für Heranwachsende oder Kinder sein, die dann auf einmal merken, das ist ja dann auch ein Zwang im Übrigen, wenn man weiß, da ist eine Gruppe, die unterhält sich über einen, die kommentiert ein Bild und lädt es hoch. Den kann man sich ja gar nicht entziehen. Man muss das ja gucken und sieht das schwarz auf weiß. Also da bin ich als Familienvater noch überfragt, wenn sowas mal passieren sollte, was man da macht. Und sowas findet dann natürlich auch in so einem komödiantischen Stoff Einschlag. Und das ist kein Thriller. Das ist kein Thriller. Es gibt keine Leiche. Ich habe das Cover eher, das Cover sieht schon mal so aus wie so ein Jojo Moyes Roman, damit wirklich keine Verwechslung sein kann. Steht auch kein Thriller drauf, weil niemand möchte in Erwartung, eine freudige Erwartung auf einen Axtmörder, sich auf der Couch gemütlich machen und dann anfangen zu lachen. Insofern habe ich dort genau die Erwartungshaltung, will ich nicht enttäuschen. Bitte erklären Sie uns Ihre Idee, dass auf Ihrem Grabstein Ihre Handynummer stehen soll. Ja. Also das beispielsweise finde ich, das fand ich einfach nur komisch, habe mir überlegt, ich habe mich auch intensiv mit dem Tod und mit dem eigenen Ableben natürlich beschäftigt, auch beruflich, und habe gedacht, das wäre doch super, wenn man beim Grab vorbeikommt, man sieht die Handynummer, man wählt ja automatisch und hört man, hallo, hier ist der Sebastian, ich bin gerade nicht zu erreichen, sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, mich zu melden, werde ich das suchen, aber bis dahin könnt ihr mir eine Nachricht auf die Mailbox sprechen und die wird dann geroutet auf irgendeine Website, die dann abgehört werden kann, wiederum von anderen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, also okay, also erstens, du musst jemanden finden, der die Handyrechnung weiter bezahlt. Und zweitens, du musst vor allem jemanden finden, der die ganzen Nachrichten deiner vielleicht noch lebenden verhaltensauffälligen Freunde wieder löscht. Ja, weil das ja dann zu peinlich wird, wenn man die hören kann. Und drittens, ich weiß gar nicht, ob die Friedhofsordnung das wirklich zulässt. Ja, denn da gibt's ja auch normierte, also Urnen beispielsweise, gab es ja gerade einen Fall, wo also eine etwas zu große Urne abgelehnt wurde. Ja, da gibt es viele Vorschriften. Ja. Ich fand schön, an einem ganz katholischen Ort in Österreich war ich. Das sind alles Grabstellen für Särge, weil die ja eigentlich die Verbrennung und die Urnen ablehnen. Und dann gibt's jetzt doch eine kleine Ecke, wo 5 Urnen, aber so ganz entfernt, da musst du so Umwege laufen. Das finde ich auch schön, wie sich dann doch etwas durchsetzt, ja? Ja. Und die Abwehr aufhört. Wenn Sie nur noch einen Tag zu leben hätten, wünschten Sie sich, Donald Trump und Barack Obama gleichzeitig zu treffen. Was haben Sie mit beiden vor? Gar nichts. Ich würde gerne wirklich erleben, wie so zwei komplett gegensätzliche Charaktere aufeinandertreffen. Das ist ja meistens auch im Roman oder in einem Film das, was man gerne sieht. Und ich würde das wirklich mal, weil ich finde den einen so positiv faszinierend, den anderen so negativ faszinierend. Und ich glaube, Sie wissen wen. Und ich würde wirklich mal gucken, wie das ist. Das muss einfach Kino sein. Ja, da muss ich Ihnen Folgendes erzählen. George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben und sitzen vor Gott. Mhm. Und Gott sagt, ich möchte wissen, woran ihr glaubt. Sagt George W. Bush, also ich glaube an den Markt, ich glaube an die Industrie, an die Größe der Nation der Vereinigten Staaten. Gut, sagt er, setz dich zu meiner Rechten. Fragt er Obama, woran glaubst du? Sagt Obama, ich glaube doch an die Möglichkeit des Weltfriedens, der sozialen Gerechtigkeit. Gut, sagt er, setz dich zu meiner Linken. Dann fragt Herr Trump, woran glaubst du? Sagt er, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl. Ja. Und das ist Trump. Das ist immer, bei politischen Witzen, die müssen immer etwas überziehen und das Wesen treffen. Definitiv. Also zum Beispiel gab es über Honecker immer folgenden schönen Witz, dass die transsibirische Eisenbahn fährt und plötzlich sind keine Schienen mehr da. Hm. Lenin steigt aus, sagt, dann müssen wir hinten die Schienen abbauen, vorne anbauen, bis wir irgendwann mal ankommen. Stalin lässt erst jemanden erschießen und überlegt sich dann, was er macht. Und Honecker rüttelt immer am Gestänge, damit alle denken, die Fahrt geht weiter. Nicht schlecht beobachtet. Weil wir jetzt in der Stimmung sind, erzähle ich Ihnen noch die zwei Witze, die es über mich gab. Der erste war, dass ich mit Blüm in Bonn in ein Restaurant gehe und Blüm ruft 2 kurz und der Wirt sagt, das sehe ich. Und was wollen Sie trinken? Ich weiß nicht, was daran witzig sein soll. Ja? Und der zweite war, dass ich
also als die Mehrheit der Bevölkerung mich strikt ablehnte, ich mich selbst aber netter fand, deshalb habe ich ja dann um die Akzeptanz gerungen, was mir irgendwann gelungen ist, aber damals war es ja alles furchtbar und da stehe ich verzweifelt am Müggelsee und Jesus Christus kommt zu mir und sagt, ja, ich möchte dir gerne helfen. Ja, sage ich, wie denn? Und dann sagt er, das Beste ist, du vollbringst ein Wunder, dann glauben dir die Leute auch. Aha, sage ich, welches Wunder? Sagt er, du kannst hier über den Müggelsee laufen. Wie? Sag ich. Sagt er, lauf einfach los. Und tatsächlich laufe ich über das Wasser. Drumherum stehen nur Berlinerinnen und Berliner und sagen, kick mal, schwimmen kann er auch nicht. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Ja. Das mit den kurzen hätte wahrscheinlich auch der Taxifahrer sagen können. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Sagen Sie mir mal, woran schreiben Sie gerade? Naja, in der ich habe so eine Phase, wo ich wirklich 3 bis 4 Monate jeden Tag schreibe. Es ist auch egal, ob dann ein Geburtstag oder was der Geil, was dazwischen fällt. In der befinde ich mich offensichtlich nicht, weil da halte ich mir alles frei. Da könnte ich dann auch hier nicht sein, weil eventuell küsst mich die Muse erst am Abend und dann müsste ich vielleicht diese schöne Veranstaltung absagen. Aber überarbeiten kann ich oder recherchieren oder über Ideen nachdenken. Und ich bin in einer Überarbeitungsphase, so ein Buch, was ich auch nicht wusste. Ich dachte, man schreibt ein Buch und es wird eine Woche später gedruckt. Nee, man muss ungefähr 5 Monate vorher abgeben. Und in dieser Zwischenphase, da arbeite ich ja weiter. Und jetzt bin ich so in der ersten, sehr groben Phase eines Buches. Das ist aber ein Psychothriller. Komischerweise steht der auch in einem Schulambiente, aber jetzt nicht in Elternabend, sondern es ist ein Klassentreffen. Wir können es aber nicht das Klassentreffen nennen, weil dann wird die Verwirrung perfekt. Ja, es kommt Elternabend und Klassentreffen. Dann. Also haben wir es die Einladung genannt und danach, da bin ich gerade, Klassentreffen, was in einer zugeschneiten Alphütte spielt, da bin ich gerade dran. Es ist das Geniale an Ihren Büchern, dass Sie kurze Kapitel schreiben. Mhm. Das ist wirklich schlau, weil dann sagst du immer, ach, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch und so. Ja. So ein Riemen kommt, ach, sagst du, heute nicht mehr. Das ist klug. Lieber Sebastian Fitzek, Sie sind ein extrem vielseitiger Mensch. Sie haben verschiedenste Bereiche in Ihrem Leben gestreift. Aber alle wissen, dass Sie Ihre Haupttätigkeit als Autor gefunden haben. Ja. Mit Ihren Büchern erreichen Sie Millionen Menschen und machen diese zufriedener, glücklicher. Was kann es Schöneres für einen Menschen geben? Ich glaube, dass Sie das Recht haben, glücklich zu sein. Wir müssen beide nur noch daran arbeiten, Ihnen Ihre Ängste, auch die vor speziellen Geräuschen, zu nehmen. Nur ein bisschen Angst soll bleiben, weil Sie zur Vorsicht mahnt. Und Glück ohne eine kleine Beeinträchtigung nicht zu genießen ist. Ich sage Ihnen heute schlicht und einfach sehr herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke. Vielen Dank. Kommen Sie nach Hause. Danke sehr.